Sehr geehrte Damen und Herren, schön, dass Sie da sind. Willkommen zum WTT Young Leader Awards 2015. Ja, Transformation im Sturm. Unser Leitthema heute haben auch unsere Studierendenteams in ihrem bisherigen Wirtschaftsstudium der letzten 2 bis 4 Jahre an Leib und Seele erfahren. Im Dialog mit Managern unserer Wirtschaft und Dozierenden der FAS St. Gallen haben sie im Rahmen der Praxisprojekte für effektive und direkt anwendbare Lösungen gerungen, ja mit sich und ihrem Umfeld gekämpft. Dabei sind sie zu bereits sehr starken Persönlichkeiten gewachsen, haben Fach-, Markt- und Sozialkompetenzen gewonnen und ein beachtlich scharfes Auge für die Realität der Wirtschaft entwickelt. Eine Realität, die für unsere Unternehmen aktuell Transformation im Sturm bedeutet. Müsterchen, dazu werden wir heute Abend zuhauf erfahren. Insbesondere auch im Referat von Dr. Susanne Thoma am Beispiel der Strombranche und der BKW-Gruppe. Allen 60 Studierendenteams, Unternehmen und Praxisprojektcoach sei an dieser Stelle herzlich gedankt, dass sie gemeinsam diese Herausforderung zur gemeinsamen Entwicklung angenommen und ausgetragen haben. Einige Praxisprojektteams haben sich dabei besondere Meriten verdient. Sie werden heute als Nominierte des WTT Young Leader Award 2015 in Marktforschung und Managementkonzeption besonders gewürdigt. Wir werden sie alle heute noch sehen und erleben. Und sie werden ihre aktuelle Anspannung im Sturm in pure Freude transformieren, wenn die Jury in ein paar Minuten lüftet ihr Juryurteil. Ein Juror des WTT Young Leader Award hat unser heutiges Leitthema seit langem besonders verinnerlicht. Es ist eines seiner Führungsprinzipien. Er sagt es einfach in den Worten von Shakespeare. Folget eurem Mut und stürmet. Ja, er hat die FAS St. Gallen zum Leuchtturm der Stadt gemacht, wo die Leute auch nachts arbeiten, wie wir hier sehen. Und dem Bahnhof, der Train Station, gab er das Anlitz der Brain Station. Lieber Sebastian, so sage ich in meinen Worten, stürme die Bühne des WTT Young Leader Award und transformiere das Publikum. Hier ist der Rektor der Fachhochschule St. Gallen, Professor Dr. Sebastian Wörwag. Guten Abend, geschätzte Regierungsmitglieder unserer Trägerkantone, insbesondere Frau Regierungsrätin Marianne Kollerbohl, Herr Regierungsrat Stefan Kölliker, geschätzte Vertreter, aber auch der kantonalen Parlamente, geschätzte Vertreter der Wirtschaft, der Projektauftraggebenden, liebe Vertreter von ein abendfüllendes Thema sein, doch wir wollen eher fokussieren auf das, was momentan der Sturm in der Praxis darstellt, wo sicher viele Unternehmen aktuell stürmischen, mindestens unbeständigen Zeiten entgegenschauen. Und wenn man sich überlegt, was junge Studentinnen und Studenten für Kompetenzen brauchen, um in Zukunft als Young Leader in der Praxis diesen Stürmen und Unwettern zu begegnen, dann kann man vielleicht dorthin gehen und fragen, wo es professionell und tagtäglich um Stürme geht, nämlich zu den Kapitänen auf hoher See. Wie gehen Sie mit Stürmen, mit Unwettern um? Und da gibt es ein Beispiel, das ich gern zitieren möchte, das Beispiel des Kapitäns Edward John Smith. Sie werden ihn wahrscheinlich nicht unter dem Namen kennen. Edward John Smith wurde mal gefragt, als hochdekorierter, honorierter Kapitän zu hoher See, 40 Jahre Erfahrung,
wie er denn seine Erfahrungen in seinen täglichen Alltag übertragen kann. Und er sagt, es gibt wahrscheinlich keinen Sturm, kein Unwetter, keine nicht vorhersehbare Situation, die ich nicht mehr meistern könnte, die ich nicht mit meinen 40 Jahren Erfahrung irgendwo schon mal bewältigt hätte. Meine Erfahrung ist mein Kapital. 5 Jahre, nachdem er das gesagt hat, ist er mit seinem Schiff 310 Meilen vor Neufundland untergegangen. Sein Schiff hieß Titanic. Man sieht an dem Beispiel, dass auch große Schiffe, große Kapitäne, die sich nur auf ihre Erfahrung abstützen, allenfalls der Transformation im Sturm nicht genügen können. Was braucht es somit? Was hat dieser Kapitän, dieser hochdekorierte Kapitän, für Fehler gemacht? Fehler Nummer 1, er hat den Wettervorhersagen geglaubt. Glauben Sie also nicht den Wettervorhersagen, sprich den Daten, die Sie nicht selber erhoben haben. Fehler Nummer 2, er hat seiner eigenen Erfahrung vertraut. Er hat viel Erfahrung mit Stürmen, aber wenig Erfahrung mit Eisbergen gehabt. Eisberge, die unnatürlicherweise zu dieser Jahreszeit dort eben vor Neufundland anzutreffen waren. Fehler Nummer 3, er hatte Vertrauen in die Technik. Ein bedingungsloses Vertrauen in ein Schiff, das als unsinkbar galt und eben das nicht war. Und Fehler Nummer 4, er hat sein Ziel aus den Augen verloren, denn sein Ziel wäre gewesen, die Passagiere über den Atlantik zu setzen, sicher, bequem. Sein Ziel war aber, möglichst schnell das Ganze zu machen, das heißt, einen Geschwindigkeitsrekord aufzubauen. 4 Fehler, die vielleicht manch einem Wirtschaftskapitän auch in der heutigen Zeit begegnen können. 4 Fehler, die vielleicht auch dieses übertriebene Vertrauen auch heute in die eigene Firma, in die eigene Erfahrung zum Verhängnis werden lassen kann. Kompetenzen, die unsere Studentinnen und Studenten nun in diesem Young Leader Award oder in diesen Praxisprojekten zum Ausdruck bringen sollen, sollen genau versuchen, eigentlich entgegen diesen 4 Vertrauensfehlern zu wirken. Erstens, indem sie ihr Ziel immer vor Augen behalten. Das Ziel, das eben sich darstellt, für die Unternehmung das Beste, nachhaltig die beste Lösung zu finden. Zweitens, hinterfragen, kritisch hinterfragen, was vorhanden ist. Nicht erfahrungsgesättigt zu sagen, das war schon immer so, sondern zu hinterfragen, was eigentlich über die Erfahrung schon entstanden ist und was heute die Gegenwart eigentlich prägt. Hinterfragen, kritisch alles und jeden hinterfragen. Viertens, sich selbst natürlich auch hinterfragen, ob Sie auf dem richtigen Weg sind und engagiert Ihren Weg weiterlaufen. Und eben in dem Sinn auch das bestehende System nicht nur möglichst schnell ein Projekt versuchen zu entwickeln, sondern möglichst nachhaltig. Das sind Fähigkeiten, die unsere Studentinnen und Studenten, die Sie heute auf der Bühne sehen werden, wie junge kleine Wirtschaftskapitäne von vielleicht noch kleineren Booten, als es die Titanic war, in der Praxis haben beweisen müssen. Der wesentliche Unterschied, die Firmen, die hier beraten worden sind, sind noch nicht untergegangen. Und wir hoffen, sie werden es auch anhand der Beratung, wo die Studentinnen und Studenten haben, hier produzieren können, auch nicht tun. Das heißt, keine erfahrungsgestützte, sondern eine neugierige, nach vorne geschaute und schauende Beratung, Entwicklung, Analyse und eben auch ein neugieriger, kritischer Blick auf das, was sein kann. Und das ist vielleicht eine der wesentlichen Kompetenzen, wenn es heißt Transformation im Sturm. Seien Sie nun also gespannt mit mir, diese jungen Studentinnen und Studenten hier vorne auf der Bühne zu sehen, jene also, die sich besonders hervorgetan haben durch diese Kompetenzen im Sturm, die richtigen Fragen zu stellen, im Sturm ihr Ziel nie aus den Augen zu verlieren und mit viel Einsatz etwas zu bewegen, nachhaltig zu bewegen. Ich bin gespannt auf diese Präsentationen mit Ihnen. Wir haben als Jury einen kleinen Vorsprung vor Ihnen, doch den werden Sie in den nächsten 2 Stunden mit uns aufholen. Ich wünsche Ihnen, uns allen und vor allem Ihnen, liebe Studentinnen und Studenten, einen interessanten, einen inspirierenden Abend. Ich danke Ihnen allen, die Sie hier herkommen nach St. Gallen für den heutigen Abend, für die Wertschätzung, wir haben das vorher kurz in einer Einblendung gehört, für die Wertschätzung, den Respekt, den Sie jungen Menschen zollen, die hier viel geleistet haben. Ihnen, uns allen, einen schönen, inspirierenden Abend. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Sebastian Wörbach. 2 mussten weg. In den Regierungsrat des Kantons Appenzell-Ausserrhoden konnten diesem Frühling nur noch 5 gewählt werden. Sie hat es trotzdem souverän geschafft.
obwohl ihr Lieblingsluzerner nicht mal seine Stimme für sie abgeben konnte. Neu führt sie zwei Departemente. Die Transformation in eines ist im Gange. Diese dürfte auch stürmisch sein, wie ihr Temperament. So macht sie momentan fast der halben Ausserrhoder Verwaltung Beine. Und sie ist als ehemalige Miss Landammann ein Bild einer Frau. Und erst noch im schönen weißen Kleid, was sich allerdings in Ausserrhoden grundsätzlich nicht gehört. Ja, gar frech ist. Hier ist sie, die Chefin der Departemente Volks- und Landwirtschaft sowie Bau und Umwelt. Herzlich willkommen, Frau Marianne, Regierungsrätin Bohl-Koller. Den heutigen Abend habe ich mir schon lange eingetragen in meiner Agenda. Und ganz viele der hier Anwesenden haben diesem Festanlass entgegengefiebert. Denn heute Abend feiern wir die Gewinner des genialen Konzeptes der FHS St. Gallen, welches Studium mit praktischen Herausforderungen der regionalen Wirtschaft verbindet. Auch wenn ich nicht Regierungsrätin wäre, würde ich diesen Anlass unterstützen, würde mit Freude miterleben wollen, wie Sie, unsere künftigen Leader, ausgezeichnet werden. Heute Abend feiern wir nicht Schau und schönen Schein, nein, wir feiern Leistung und Kompetenz, das ist selten und deshalb so großartig. Liebe Studentinnen und Studenten, liebe Familienangehörige, sehr geehrte Damen und Herren aus Politik, Bildung und Wirtschaft. Nur ein Projekt wird heute siegreich hervorgehen, aber beim WTT Young Leader Award gilt das Prinzip "The winner takes it all" eben gerade nicht. Alle, die in einem Praxisprojekt teilgenommen haben, sind Gewinner. Sie haben ihr theoretisches Wissen anwenden, testen und umsetzen können. Und sie haben den beteiligten Firmen einen Mehrwert gebracht, vielleicht sogar den entscheidenden Kick. Ich freue mich besonders, dass die Praxisprojekte in unserer Region gesucht werden. Die St. Gallen-Bodensee-Area ist die drittgrößte Wirtschaftsregion der Schweiz. Was auch immer man ihnen einreden will, wir in der Ostschweiz liegen nicht abseits, wir liegen mittendrin im Zentrum der Wirtschaftsmotoren München, Stuttgart, Zürich und Mailand. Wir haben alles, was diese Zentren auch haben, die gut ausgebildeten Fachkräfte, innovative Unternehmen, hochkompetitive Exporteure, weltweit renommierte Bildungsinstitute, aber eben als Supplement auch noch eine intakte Landschaft, nette Menschen und schöne Dialekte. Liebe künftige Unternehmerinnen und Unternehmer, im Hauptreferat wird Frau Dr. Susanne Thoma über Transformation im Sturm sprechen. Schön wäre, wenn der Sturm nur ein momentanes Ereignis wäre. Ich befürchte aber, dass Sturm künftig der Normalzustand sein wird. Die Wirtschaft verändert sich rasant. Nichts da mit einem linearen Aufstieg. Karrieren sind nicht mehr linear. Sie haben Brüche. Mal ist man angestellt, mal Unternehmerin und vielleicht mal Politikerin oder Politiker. Erfolgreich ist, wer nicht an seine Karriere, sondern an potenzielle Kundinnen und Kunden denkt, wer Bedürfnisse erkennt, hart arbeiten will und in seinem Gebiet hochkompetent ist. In den 50er, 60er Jahren ging man davon aus, dass erfolgreiches Unternehmertum von Persönlichkeiten abhängig ist, bis man erkannte, dass es unter den Überfliegern sowohl Charismatiker, aber eben auch Langweiler gab. Danach glaubte man an die Fähigkeiten wie Finanz- und Marketingkompetenz, aber auch das waren keine Garanten für Erfolg. Es folgten die Jahre des Glaubens an die Businesspläne, ein guter Businessplan und Investoren war das Credo. Doch nur 1% der erfolgreichen Jungunternehmen werden von Investoren finanziert. Der ganz große Teil folgt keinem einzigen dieser Muster.
Deshalb spricht man heute vom Businessmodell. Wer sind die Kundinnen und Kunden? Wie kann ich ihnen helfen und einen Mehrwert für sie schaffen, dass sie bereit sind zu bezahlen? Das sind die richtigen Fragen, um Erfolg zu haben. Sie gelten nicht nur für Unternehmen, sie gelten auch in der Politik. Nur wenn wir die Menschen, seien es Kundinnen oder Kunden, Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, ernst nehmen, nur wenn wir bereit sind, ihnen zu dienen und für sie etwas leisten, dann haben wir Erfolg. Sie haben hier alles gelernt, was es dazu braucht. Wir erwarten viel von Ihnen. Von mir als Politikerin dürfen Sie im Gegenzug erwarten, dass ich möglichst wenig tue, damit Ihr Unternehmergeist ja nicht gebremst wird. Wir sind alle gespannt auf den heutigen Abend. Die Spannung steigt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Frau Regierungsrätin Marianne Keller-Bohl. Wunderbare Worte, vor allem zu Beginn Ihres Begrüßungswortes, haben mir sehr gut gefallen, auch der Rest. Die Milchkuh vieler Schweizer Kantone gibt keine Milch mehr. Dafür frisst sie umso mehr. Es ist bekannt, die Strombranche ist unter massiven Druck geraten. Viele Stromkonzerne nehmen große Abschreibungen vor und schreiben tiefrote Zahlen. Warum? Der europäische Wettbewerb tobt, halbiert Preise und frisst Renditen weg. Der entbundene, starke Schweizer Franken erodiert die Margen und bedroht die Wettbewerbsfähigkeit. Die Schweizer Energiestrategie 2050 zwingt zur Abkehr vom Atomstrom hin zu gewaltigen Investitionen in erneuerbare Energien. Neue Strategien und neue Geschäftsmodelle sind in Nullzeit gefordert. Transformation im Sturm ist in den Unternehmen ausgebrochen. Bei der Nummer 3 der Schweizer Stromriesen hat vor bald 3 Jahren eine Frau das Ruder übernommen. Sie ist Schnelldenkerin, tiefgehende Analytikerin, cool profitorientierte Rechnerin, visionäre Strategin, und sie trifft harte Entscheidungen. Ihr Konzern steht seit ihr vollumfänglich in der Phase Transformation im Sturm. Dabei kann es auch rumoren. Sie sagt dazu, Unruhe kann auch positiv und kreativ sein. Die Konkurrenz schaut dabei neidisch ihrer Ochsentour zu. Die Medien rennen ihr nach. Sie schreibt eben schwarze Zahlen. Vielleicht hat sie auch auf ihrem Erfolgstrack etwas in der Ostschweiz gelernt. Von 2007 bis 2009 leitete sie das internationale Automobilzuliefergeschäft von der Vicor-Gruppe in Rapperswil-Jona. Hier ist mit ihrem Referat Transformation im Sturm die Frau, die transformiert und elektrifiziert, die CEO der BKW-Gruppe mit dem wunderschönen Namen Frau Dr. Suzanne Thoma. Sehr geehrte Frau Regierungsrätin Koller, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Koller, Sie haben eigentlich schon alles Wichtige gesagt. Das war wirklich ein sehr inspirierender Vortrag und ich werde sehr gerne ab und zu daran anknüpfen. Insbesondere das Wort der Sturm, der ist nicht nur da, sondern der Sturm, der wird bleiben und wir müssen uns an die Sturmsituation gewöhnen. Das gilt, meine Damen und Herren, auch für die Branche, die ich heute Abend vertreten darf und ganz besonders, vielleicht nicht ganz besonders, aber auch für unser Unternehmen. In was stellt sich denn der Sturm jetzt gerade für unsere Branche am stärksten dar? Nun, es ist ganz einfach, meine Damen und Herren, es ist dieses Slide hier. Der Strompreis, auch wenn Sie es als kleiner Konsument noch nicht merken, der Strompreis, der hat sich halbiert in den letzten paar Jahren.
Sie haben also viele Unternehmen in der Schweiz, die viel Geld investiert haben, übrigens in die Versorgungssicherheit, große Anlagen, Milliardenbeträge investiert haben, die man je nach Situation über 80 oder 60 Jahre abschreibt und innerhalb von 5 Jahren aus einer Reihe von Gründen, es gibt nicht nur einen Grund, hat sich der Strompreis halbiert. Und das sind die Schlagzeilen, die Sie jetzt lesen können in der Zeitung. Die Milliardenabschreiber, die eben just auf diese Anlagen, in die man investiert hat, eben machen muss. Denn diese Anlagen sind heute viel weniger wert, als sie gekostet haben beim Bau. Das ist eine sehr schwierige Situation. Und auch die BKW, meine Firma oder die Firma, deren CEO ich bin, ist dem ist diese Situation auch nicht spurlos vorbeigegangen. Sie sehen es hier bei diesem Slide, Aktienkurs der BKW war mal über 150 Schweizer Franken und jetzt hat sich dann eben wieder ein bisschen erholt, aber der tiefste Preis in den letzten 3 Jahren war unter 30 Schweizer Franken. Wir sind da in allerbester Gesellschaft. Ja, je nachdem, auch in Deutschland redet man überhaupt darüber, wie sich die Firmen denn in einer solchen Situation ihre Zukunft überhaupt vorstellen können. Im Falle der BKW ist es allerdings gelungen, Sie sehen das jetzt in diesem Slide, vor ungefähr 2 Jahren, 1,5 Jahren, eine gewisse Trendwende, jedenfalls einmal beim Aktienkurs, aber natürlich damit verbunden auch bei den Erträgen zustande zu bringen. Und was wir gemacht haben, Sie schauen natürlich da die Achse an, aber es ist ein Weg nach oben immerhin. Ja gut, 10 Franken mehr auf 26, das ist doch immerhin schon mal etwas. Aber es sind natürlich nicht die 150 Franken von früher, das wird auch sehr, sehr, sehr lange gehen, bis wir wieder dort sind. Aber immerhin haben wir es geschafft, eine Trendwende hinzukriegen, haben auch gute Jahresendresultate 14 gehabt und haben vernünftig gute Resultate mit Jahr für 15 kommunizieren können. Dies, obwohl uns natürlich, Sie haben es vorher gehört, der Euro-Schweizer-Franken-Wechselkurs überhaupt nicht hilft. Der Strom ist ökonomisch gesehen fast 100% ein Exportprodukt. Es sind nur die gebundenen Kunden und das ist ein kleiner Anteil, die in Schweizer Franken quasi abgerechnet werden, den man in Schweizer Franken abrechnet. Alle anderen Kunden haben in irgendeiner Form einen Strompreis, der sich auch vom Eurokurs ableiten lässt. Also zusätzliche Schwierigkeit, wenn auch zum Glück es eine kleine Entspannung gab. Ja, kurz, weil ich ja jetzt nicht in Bern bin, sondern hier in St. Gallen, möchte ich Ihnen doch noch ganz kurz die BKW vorstellen. Wer ist eigentlich diese BKW? Die BKW, das ist eines der Traditionsunternehmen im Bereich Energieversorgung in der Schweiz. Eine der Pionierinnen, Pionierinnen der Wasserkraft, Pionieren in der Netzversorgung, aber auch, ob es einem heute gefällt oder nicht, Pionierin im Bereich der Kernenergie. In den 60er Jahren hat dieses Unternehmen beschlossen, ein eigenes Kernkraftwerk, Mühleberg, von dem Sie sicher schon alle gehört haben, zu bauen und in Betrieb zu nehmen. Es ist auch ein Unternehmen, das bereits vor 20 Jahren angefangen hat, signifikante Summen in die Produktion, in Produktionsanlagen für die neue erneuerbaren Produktion, insbesondere Wind, zu investieren. Es ist ein Unternehmen, das ein Selbstverständnis hat eines großen Investors, der verantwortlich ist, merken Sie sich das, das ist ein großer Unterschied, verantwortlich ist für die Versorgung. In den letzten Jahren allerdings hat sich dieses Unternehmen sehr stark weiterentwickelt. Weil das ist auch die BKW. Die BKW ist neben diesem Versorger auch ein Unternehmen mit sehr vielen Tochtergesellschaften. Tochtergesellschaften, die großmehrheitlich im Bereich der Dienstleistungen tätig sind. Dienstleistungen rund um die Infrastruktur, rund um die Energieversorgung, aber doch Dienstleistungsfirmen, die komplett im freien Markt sind. Heute arbeiten bereits mehr Leute in den Bereichen Dienstleistungen in der BKW als im angestammten Geschäft.
Das ist eine der Transformationen, die jetzt passiert. Und es ist einer der Gründe, warum die BKW vernünftige Zahlen präsentieren konnte in diesem Halbjahr. Hier noch ein kurzer Blick. Also die BKW ist keinesfalls nur ein Berner Unternehmen. Wir sind sowieso schweizweit tätig, aber wir sind auch in ganz Europa tätig mit den verschiedensten Aktivitäten inklusive Endkunden. Ja, meine Damen und Herren, der Sturm. Was passiert eigentlich in unserem Umfeld? Das, was man am sinkenden Strompreis am einfachsten erkennt, ist ein vor sich gehender Umbau des Energieversorgungssystems. Fokus im Moment des Stromversorgungssystems. Es ist kein schweizerisches Thema und es ist nicht mal ein europäisches Thema. Der Umbau des Energieversorgungssystems ist ein globales Thema. Worin sich die Länder unterscheiden, ist die Art und Weise, wie sie vorgehen und die Geschwindigkeit, denen sie vorgehen. Und natürlich auch ihre Bedürfnisse. Wenn Sie von Ländern sprechen, die einen stark steigenden Energiebedarf haben, dann werden diese anders vorgehen als die Schweiz, bei der sich im Moment der Energiekonsum, ich rede von Strom, muss das immer ein bisschen auseinanderhalten, der Stromkonsum eher ein bisschen nach unten bewegt. Was aber im Grundsatz passiert, ist, dass man von einem heute immer noch sehr zentralistischen, hierarchischen, sehr geordneten System, in dem es große Produzenten gibt und viele, viele kleine Konsumenten, die eigentlich nur konsumieren, Strom notabene, abweicht zu einem System, das vielmehr einem vernetzten, intelligenten Netzwerk ähnelt, in dem der Endkunde, je länger je mehr, passiert nicht von einem Tag auf den anderen, je länger je mehr auch ein Produzent ist, auch ein Händler ist, auch ein Verkäufer ist, aber wenn dann gerade alles nicht reicht, vielleicht doch auch nur ein Konsument ist. Unser Unternehmen hat seine Wurzeln und sein Selbstverständnis und damit auch seine Kultur und seine Organisationsform in der Pyramide. Von dort kommen wir. Und hingehen müssen wir in das vernetzte, kommunikative, weniger geordnete, aber sehr leistungsfähige System. Und das allererste für ein Unternehmen wie die BKW ist, dass wir uns als Unternehmen in dieser Situation die Frage stellen, warum braucht es uns eigentlich noch? Was ist unsere Rolle in Zukunft? Ich rede nicht von 6 Monaten oder 2 Jahren, sondern über eine längere Zeit. Was ist unsere Raison d'être. Früher wussten wir es ganz genau. Versorgung. Leute mussten Strom haben und zwar von uns. Und jetzt sind wir in einem Transformationsprozess und er ist noch nicht abgeschlossen, auch nicht in Bezug auf unsere Raison d'être. Es ist ein Prozess, der jetzt im Unternehmen läuft, aber es geht in die Richtung, dass wir aufmachen und sagen, wir wollen ein Teil sein. Ein Teil sein der Lösungen der doch großen Fragen rund um die Energieversorgung. Ein Teil der Lösung, nicht ein Versorger, ein Teil der Lösung. Und wir haben erkannt, dass diese Problematik oder diese Fragestellung vielleicht in diesem Transformationsprozess der allerwichtigste ist. Warum braucht es uns eigentlich noch? Was ist der Sinn einer BKW? Und was ist der Sinn von jedem Einzelnen von uns, der bei uns arbeitet? Und diese Frage zu beantworten ist zentral. Und von dieser Frage, sehr geehrte Damen und Herren, leiten sich dann viele andere Sachen viel einfacher ab. Kultur, Strategie, Prozesse, Organisation. Wir sind ja gut so als Manager mit den Prozessen und die Organisation macht man auch. Und von Strategie haben wir auch schon einmal etwas gehört. Aber Raison d'être und Kultur. Und wir bewegen uns in diesem Rahmen und ich merke jetzt in meinem Alltag, wie nur die Diskussion dieser Frage, für was braucht es uns noch, was ist der sinnhafte Beitrag meiner Arbeit, unglaubliches Potenzial freisetzt in einer Situation,
in der große ökonomische Schwierigkeiten nun ja von der BKW gerade vermieden werden. Aber das ist keine Garantie. Im Rahmen dieser neuen Raison d'être, in der wir sagen, wir wollen ein Teil des zukünftigen Energieversorgungssystems sein, mit unseren Kompetenzen haben wir uns eine Strategie gegeben, die ziemlich klar ist, die auf drei Säulen fußt. Wir wollen dieses Energiegeschäft, das wir heute noch haben, stärken. Wir wollen es schützen. Wir wollen, dass es nicht kaputt geht. Denn es ist noch nicht sicher, dass man die großen Brummer, die großen Megawattstundenproduzenten wirklich in einigen Jahrzehnten nicht mehr brauchen wird. Wir wollen unser Netzgeschäft, wir haben ein sehr großes Teilnetz, wollen wir weiterentwickeln, und wir wollen aber ein drittes wesentliches Geschäftsfeld aufbauen, Dienstleistungen, das nach ganz anderen ökonomischen Kriterien funktioniert als dieses investitionslastige Infrastrukturgeschäft, wo man so viel Geld für so lange Zeit investieren muss. Das bedeutet für uns als Unternehmen, dass wir jetzt eine Investitionspolitik verfolgen, in der wir in den nächsten 10 Jahren rund 4 Milliarden Schweizer Franken investieren werden. 1 Milliarde in die erneuerbare Produktion, meine sehr geehrten Damen und Herren, mehrheitlich im Ausland. Es ist nicht so einfach, etwas in der Schweiz zu bauen, aber das wäre dann der Inhalt eines anderen Referates. Den Werterhalt unserer Infrastruktur, Netzgeschäft, reguliert, Monopol, aber nicht risikofrei für uns als Investor. Etwa 1 Milliarde in die Produktion. Wir haben uns entschlossen, die Produktionsinfrastruktur, die heute defizitär ist, mit Wasserkraft verliert man heute Geld, dass wir die nicht verlottern lassen, um eine lange Rede kurz zu machen. Und dann rund 1 Milliarde Schweizer Franken in den Aufbau dieses dritten Geschäftsfeldes, das zum Ziel hat, ich glaube, das kommt jetzt, das zum Ziel hat, die BKW so robust aufzustellen, dass ihr weiter existieren und ihr Prosperieren nicht von nur einem möglichen Szenario abhängt. Das ist unser Ziel. Wir wollen dieses Unternehmen robust machen, denn niemand von uns weiß ganz genau, wie denn dieses Energieversorgungssystem in 10 oder 20 Jahren aussehen wird. Um ein solches Investitionsprogramm zu stemmen und um kurzfristig vernünftige Gewinne auszahlen, also Dividenden auszahlen zu können und den Investor doch noch glücklich zu halten, gibt es eine ganz wesentliche Task. Kurzfristig. BKW ist sich nicht gewohnt, das zu tun. Ja, jetzt vielleicht dann langsam, aber nicht so von selber. Und das heißt Effizienz, Effektivität, Kosten runter. Großes Thema bei uns im Moment. Wir können es uns nicht mehr leisten, so wie früher, wo wir noch mehr vom Monopol, sagen wir, inspiriert waren, Kosten zu akzeptieren, die beim Kunden keinen Nutzen bringen. Und wir haben schon weit über 100 Millionen Schweizer Franken die Kosten reduziert. Und ich habe so den Eindruck, wir sind, nicht gerade am Anfang, aber noch nicht in der Mitte. Das ist eine große Veränderung für ein Unternehmen wie die BKW, vor allem, weil es eben auch schnell gehen muss. Aber es hat keinen Sinn, eine Chance zu haben, ein mittelfristiges Ziel zu erreichen, wenn man auf dem Weg dorthin verhungert. Ja? Sie müssen ja trotzdem ihre Verpflichtungen, die sie haben, einhalten. Wir sind auch sehr, sehr stark mit dem beschäftigt. Und trotzdem, Investitionsprogramm, Kostenreduktion, trotzdem oder vielleicht erst recht, muss man diese Firma auch weiterentwickeln, was die Geschäftsfelder betrifft. Und dort braucht es Kreativität und Innovation. Einen Teil von dem können wir zukaufen, indem wir solche Firmen zukaufen. Aber ein Teil muss auch von innen herauskommen, weil sonst haben sie eine zu große Diskrepanz zwischen der Kultur in ihrem Unternehmen und den Firmen, die sie im Bereich der Dienstleistungen beispielsweise zukaufen. Was könnte das sein? Nun, Sie sehen hier ein Beispiel. Es ist ein Beispiel einer Geschäftsentwicklung rund um das Thema Gebäudetechnik. In der Gebäudetechnik gibt es eine große Konvergenz der Technologien. Es gibt eine große,
eine große Veränderung des Kundenbedürfnisses. Und es gibt immer mehr auch Player, die in dieses Feld hineinkommen wollen. Für ein Unternehmen wie die BKW, das Erfahrung hat, jahrzehntelange Erfahrung im Beherrschen von Energiesystemen, liegt es fast auf der Hand, dass sie sich eben auch mit den kleinen Energiesystemen, Sie erinnern sich, die Netzwerke, man produziert, man konsumiert, man handelt und so weiter, dass wir dort als Dienstleister und als Unterstützer der neuen Teilnehmer in diesem vernetzten Energiesystem tätig sein werden. Und da kommen die verschiedensten Sachen zusammen. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber da gehört zum Beispiel auch der Stromhandel dazu. Dieser Strom, der da produziert wird in Ihrem Einfamilienhaus, will vielleicht gehandelt werden. Es gehört Vernetzung mit Wind dazu. Aber letztendlich geht es um die Optimierung der einzelnen Häuser rund um das Thema Energieeffizienz, in der die BKW als Dienstleister sich zur Verfügung steht. Ja, meine Damen und Herren, Energiebranche im Sturm. Wir haben es vorher gehört. Der Sturm ist die neue Normalität. Wir stellen uns darauf ein. Es ist auch ganz definitiv für die Strombranche kein Sturm im Wasserglas. Es ist je nach Firma eine sehr ernsthafte oder jedenfalls sehr herausfordernde Situation. Wir wollen die BKW so schnell wie möglich transformieren, dass sie mit neuen Geschäftsmodellen genügend Cash erwirtschaften kann, um dieses Investitionsprogramm zu stemmen. Und gleichzeitig, und das kommt zuerst, eben in der neuen Welt der Energieversorgung eine wesentliche Rolle zu spielen. Sehr wichtig in diesem ist die Disziplin in der Umsetzung. Schöne große Konzepte und Strategien und Akquisitionen und nützen nichts, wenn man nicht im Detail Schritt für Schritt sehr ernsthaft umsetzt, kosteneffizient und so schnell wie möglich. Unser Ziel ist es, diese Transformation durchzuführen und dabei immer zumindest solide finanzielle Resultate zu erbringen, aber mit dem Ziel, dass die BKW in 7 Jahren, 10 Jahren, 5 Jahren, mal schauen, wie schnell wir sind, aber so in dieser Zeitspanne eben ein sehr robustes Unternehmen ist, das auf 3 Geschäftsfeldern fußt, nämlich der klassischen Energieversorgung, wir wollen sie noch nicht aufgeben, das Netzgeschäft, aber auch auf einer großen und starken Dienstleistungssäule. Vielen Dank für Ihr Interesse. Herzlichen Dank, Frau Thoma, für die wunderbare Einführung auch in Strategie. Ich glaube, das ist nicht nur schön und wichtig für unsere Studierenden, glaube ich, für alle. Ja, wir können übrigens miteinander innerschweizerisch reden. Ein anderer schöner Dialekt, den es übrigens auch noch gibt. Und ja, übrigens... Ich weiß nicht, wie noch anders. Sie sind ja Zogerin. Ja, ich bin Bahnhof Büffel Olten in der Zwischenzeit. Also. Okay. Nehmen wir es nicht allzu genau, für mich sind Sie eine Zogerin. Gut. Jetzt ist mir noch aufgefallen, Sie haben noch eine Parallele mit unserem Rektor, der FS. Ja. Wahrscheinlich keine Ahnung, oder? Ja, Sie würden es mir sicher jetzt gerade sagen. Ja, also er hat vor 12,5 Jahren hat er auch den Laden, also den FS übernommen. Und er hat in dieser Zeit sehr viel transformiert. Mhm. Nur bei ihm sind die Köpfe langsam gerollt. Aber Spaß beiseite. Ja, in dem Zusammenhang nämlich die Frage. Nein, also die Antwort ist eigentlich so. Er führt da Marketingabteilung operativ direkt selber, wie Sie auch mit der Konzernsteuerung. In dem Zusammenhang meine Frage, und ich wollte Ihnen ein paar persönliche Fragen stellen, weil über Energiestrategie und so weiter, ich glaube, da werden wir gar nicht fertig, über das Persönliche vielleicht auch nicht. Wie tun Sie sich organisieren, grundsätzlich persönlich im Arbeitsalltag, wenn man sieht, dass Sie operativ so tätig sind, wenn man sieht, dass Sie 69 Tochtergesellschaften führen, all die Herausforderungen, die Sie jetzt dargelegt haben, wie sieht der Arbeitsalltag bei Ihnen aus? Wie tun Sie sich organisieren? Vielleicht haben Sie noch Tipps für uns
Ja gut, also ich habe natürlich keinen Arbeitsalltag, der immer gleich ist, aber es gibt vielleicht ein paar Grundsätze. Erstens mal immer versuchen herauszufinden, um was es im Kern geht. Was ist wirklich das Wesentliche? Also gerade heute in der Zeit, wo wir alle überschwemmt werden mit Informationen, ist es wichtiger denn je herauszufinden, um was es wirklich geht. Und das Zweite ist das Konzernleitungsteam. Ich habe ein starkes Konzernleitungsteam um mich herum und ich muss ja nicht denen ihre Arbeit machen. Also delegieren? Ja, delegieren. Ja. Das Grosse im Blick behalten, delegieren und eine Vertrauensbasis mit den Leuten aufzubauen, mit denen wir zusammenarbeiten, eng. Sie haben privat auch zwei Töchter, die sind unterdessen schon recht gross und nett. Sie waren auch mal ein bisschen kleiner und anspruchsvoller. Was können Sie unseren jungen Frauen hier im Publikum empfehlen, dass sie steile Karriere mit der Familie verbinden und gleichzeitig mit 50 immer noch so energetisch und attraktiv aussehen wie Sie? Okay, jetzt werde ich dann rot, aber das ist ja vielleicht gleich mit dem roten Kleid. Genau. Also erstens mal gefällt mir Ihre Frage nicht, dass Sie nur die Frauen ansprechen. Ja, das ist schon mal der Teil vom Thema. Es ist eben nicht nur ein Thema für die jungen Frauen, sondern auch für die jungen Männer. Die merken das zum Glück langsam. Das sehen also wir. Sie haben es schon gemerkt. Ja, wissen Sie, aber offenbar ja nicht. Aber genau. So. Nein, ich frage es für die anderen, die es auch nicht gemerkt haben. Das ist sicher das und ich würde dort eigentlich auch nicht so sehr nur mit den jungen Menschen reden wollen, sondern auch mit den Unternehmern. Geben wir diesen jungen Leuten eine Chance. Diversität ist wichtig für die Entscheidung. Es ist nicht einfach. Wenn Sie natürlich ein Team haben, das nur aus Männern besteht, die alle zwischen 40 und 60 sind und alle Offiziere von der Schweizer Armee und alle so, dann haben Sie sicher schneller einen Entscheid. Aber ob der Entscheid robust ist, in einem Umfeld, wo wir sowieso die ganze Zeit Sturm haben, das würde ich dann nicht prinzipiell infrage stellen, aber die Gefahr besteht. Also nehmen Sie Diversität mit all Ihren Schwierigkeiten, die sie bringt, das ist manchmal ein bisschen mühsam, nehmen Sie das als Chance und geben Sie diesen jungen Leuten, Männern und Frauen, geben Sie denen eine Chance. Also haben wir es gehört. Im Marketing haben Sie übrigens eine gute Entscheidung getroffen. An diesem Bild hier, können Sie es hier anschauen, habe ich aufgeregt. Ein Weltmeister, ein Abfahrtsweltmeister, allerdings nicht der Peter Müller. Ja. Aber immerhin der Urs Lehmann, er Swiss-Ski-Präsident. Was mache ich denn eigentlich da so vertraulich auf dem Sofa? Wir sind umgeben von Fotografen, sonst gäbe es ja das Bild nicht. Ja. Ja. Okay, und auf Fotografen gegangen sind, im kleinen Kämmerli, haben Sie mit dem etwas verhandelt? Da sind wir eins gezogen, ja. Genau, mit dem haben Sie etwas verhandelt. Jawohl, genau. Das war allerdings da schon fertig verhandelt. Ich nehme an, Sie dürfen unsere Sponsortätigkeit rund um Swiss Ski ansprechen. Also wir sind einer der Hauptsponsoren. Warum machen wir das, ist vielleicht die Frage. Genau. Ich habe ja gesagt, sie ist sehr, sehr stark analytisch unterwegs. Meistens, ja. Also, das hilft natürlich, es passt einfach sehr gut zusammen. Oder Swiss-Ski und BKW. Swiss-Ski ist in der ganzen Schweiz bekannt, auch im europäischen Ausland. Es ist etwas, was mit unseren Wurzeln zu tun hat. Also Skifahren hat etwas mit Bergen zu tun. Der Beginn von der BKW war Wasserkraft, das hat auch etwas mit Bergen zu tun. Und es geht im ganzen Skisport, übrigens nicht alpin, auch Langlauf und all die so ein bisschen wenig glamourösen Skisportarten passen dort auch, also sind dort auch dabei. Und es geht natürlich auch im Skisport darum, wie kann man das Bedürfnis vom Mensch, Sport zu machen, die Natur zu nutzen, sich dort auszubreiten, irgendwie im Einklang bringen mit dem Thema von Nachhaltigkeit und Effizienz. Und darum sind wir eben nicht nur Sponsor, sondern wir sind auch der Energieeffizienz. Partner von Swiss Ski und auf das sind wir speziell stolz. Also es gehört natürlich auch zu Ihrer Strategie, wirklich im Erdiedampfen bekannt zu werden. Und klar, das mit der Schweizer Nazi, ein guter Entscheid. Aber übrigens Patrick Küng, einer der nominierten Studierenden, heisst auch so. Ah, aber der ist nicht verletzt. Aber wieder anders, und das ist ja Ihr Handicap. Also wir werden die BKW im Fernsehen sehen, den ganzen Sommer, ganzen Winter durch den Sommer. Sommer vielleicht auch, aber das wüssten Sie noch nicht. Genau. So wie wir einen anderen Konzern, den wir jetzt nicht aussprechen, bisher gesehen haben. Okay, noch ein Blick in die Glaskugel. Wie beurteilen, was meinen Sie dazu? Wie sieht die Schweiz energiewirtschaftlich
aus 2050, also 35 Jahre später. Wie sieht allenfalls auch ein BKW aus? Also ich denke, wenn man die wirklich langfristige Perspektive nimmt, wird die CO2-Thematik einen viel höheren Stellenwert haben, als er jetzt hat. Und jetzt ist ja immer Energiewende-Strategie, da redet man so ein bisschen über den Kernenergieausstieg und bevor man es vergisst, zeigt man dann noch irgendetwas über CO2. Und ich denke, das wird sich also gekehrt haben. CO2 wird in den nächsten Jahrzehnten das Thema werden, weil dass irgendetwas passiert mit unserem Klima und dass das noch nicht in der Schweiz, aber weltweit grosse Auswirkungen hat, das wird ins Bewusstsein zurückkommen von den Menschen. Ist übrigens die Chance für die Schweizer Wasserkraft, weil einer der Gründe, warum die Schweizer Wasserkraft heute nicht rentiert, ist, weil es CO2 nicht kostet. Und damit kann man eben Strom erzeugen auf der Basis von Braunkohle, von Steinkohle und auch von Gas. Gas ist ein bisschen weniger schlimm. Ja, ich denke, die ganze Diskussion und dann denke ich, wir werden mindestens weniger Strom verbrauchen. Ich denke, dass das, was man rund um Energieeffizienz macht, in den nächsten Jahrzehnten, ich rede nicht von Monaten über Monaten, aber in den nächsten Jahrzehnten eine Auswirkung haben wird. Energiewende geschafft, ja oder nein? Ja, aber ein bisschen anders, als man es jetzt vielleicht gerade plant. Aber das ist normal, wenn Sie 40 Jahre im Voraus planen. Sie haben eine politische Karriere vor sich. Das bezweifle ich. Schon, aber Sie sind so diplomatisch. Aber sonst sind Sie es nicht. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie da sind. Herzlichen Dank, Frau Thoma. Danke vielmals. Es war unser Ehre, dass Sie von Bern gekommen sind. Danke vielmals. Das war die CEO BKW-Gruppe Suzanne Thoma. Was sind Praxisprojekte und wer ist die Jury des WTT Young Leader Awards? Der Fachbereich Wirtschaft der FHS St. Gallen ist schweizweit führend in der Praxisorientierung. Die Studierenden sitzen nicht nur im Unterricht. Ein Fünftel des Studiums steht zur Verfügung, um die Theorie fortlaufend im Markt anzuwenden. Das ist einzigartig. In Praxisprojekten realisieren die Studierenden in Teams oder als Einzelarbeit entgeltliche Aufträge für Unternehmen und Organisationen. Unternehmensanalysen, sprich Gutachten mit Situations- und Ausblickanalysen. Marktforschungen, sprich Marktanalysen, Kundenbefragungen, Produkt- und Dienstleistungsevaluationen. Managementkonzeptionen, sprich Businesspläne, Marketingkonzepte, Finanzmodelle oder Softwarekonzepte. Und dies nicht nur in der Schweiz. Dank Partneruniversitäten in China und den USA sind international zusammengesetzte Teams auch in Shanghai und Boston in den Märkten vor Ort im Einsatz. Die Teams investieren während 4 Monaten rund 800 Arbeitsstunden. Unsere Dozierenden coachen die Teams als Fachexperten mit 50 Stunden und mehr. Die Praxisprojekte sind wissenschaftlich fundiert, methodisch basiert, im Kontakt mit den Auftraggebenden erarbeitet und direkt umsetzbar. Die Wissenstransferstelle WTT FHS, geleitet von Professor Peter Müller, ist für die rund 130 Gruppenprojekte und 160 Einzelarbeiten pro Jahr verantwortlich und organisiert den WTT Young Leader Award. Für diesen haben sich dieses Jahr 60 Teamarbeiten qualifiziert in den Disziplinen Marktforschung und Managementkonzeption. Je drei hat eine hochkarätige Jury mit Führungskräften aus Wirtschaft und Wissenschaft für den WTT Young Leader Award nominiert. Die Kriterien sind: erstens analytische und konzeptionelle Substanz, zweitens Werthaltigkeit und Erfolgspotenzial für die Praxis. Die Jury entscheidet unabhängig und neutral. Und das ist die Jury des WTT Young Leader Award 2015. Christoph Oswald, Head of Human Resources, Bühler AG Uzwil. Thomas Haring, COO CFO, Leica Geosystems AG, Herbruck. Klaus Bramatz, CEO Bauwerk Boen Group St. Margrethen. René Frey, Leiter Direktion Personelles, Genossenschaft Migros Ostschweiz, Gossau. Bruno Rees, Partner PwC St. Gallen. Professor Dr. Sebastian Würwag, Rektor FHS St. Gallen. Professor Dr. Sibylle Minder-Hochreutner, Leiterin Fachbereich Wirtschaft FHS St. Gallen. Und nun sind wir gespannt.
Wie hat die Jury entschieden? Meine Damen und Herren, tatsächlich, jetzt beginnt es zu knistern. Wir schreiten zur Verleihung der Awards. Wer gewinnt den Weather the Young Leader Awards 2015 in Marktforschung und Managementkonzeption? Nichts kann uns mehr abhalten. Aber halt, etwas müssen wir noch machen. Zuerst werden wir unsere Stimmung bringen, dass wir die Teams, die werden gewinnen, können gebührend auf ihrem Marsch auf die Bühne begleiten. Von dem her bitte die Fähnchen zücken. DJ Max Power, jetzt lass sie richtig rein. Rocken, scratchen und dann noch einmal heiß. Yeah! Yeah! Hopp, ja, das ist starkes Publikum. Das ist für euch, Teams. Also, ich glaube, das reicht. Da reicht. Perfekt. Also, das ist die Hauptprobe und jetzt geht's gleich los. Meine Damen und Herren, liebe nominierte Praxisprojektteams, Team, liebes Publikum, wir schreiten zur Verleihung des WTT Young Leader Awards in Marktforschung des Jahres 2015. 10 Jahre lang führte er als weltweiter Personalchef plus minus 10.000 Mitarbeitende in 140 Ländern. Tausende davon haben ihre Berufslehre im Unternehmen absolviert. Weitere 600 sind Lernende in 12 verschiedenen Lehrberufen. Er war diesen Sommer der grandiose Maestro der Feierlichkeiten 100 Jahre Brühler Berufsbildung, als die Eishalle Utzwil perfekt für ein Schaulaufen der diversen Lehrberufe umfunktioniert wurde. Mein Gott, was muss dieser Mann in all dieser Zeit schon alles an Transformationen und anderen Geschichten erlebt und überlebt haben. Die Herausforderungen wie Globalisierung, Fachkräftemangel, sozialer Wandel, Diversity, Work-Life-Balance, demografische Entwicklung, Ebola etc. schlugen ihm direkt an den Kopf und verlangten von ihm Lösungen im Sturmtempo. Und er lieferte Lösungen. Tiefgründig, gesamtheitlich, innovativ, am Menschen und seinem Wesen orientiert, mit viel Herzblut versehen. Hier ist der Mann, heute als Head of Human Resources der Bühler AG, Jurymitglied und Preissponsor von 6.000 Franken für das Gewinnerteam des WTT Young Leader Award in Marktforschung, Christoph Oswald. Hey Christoph, herzlich willkommen. Ja, als Personalchef, Chief Human Resources und wie all die wunderbaren Namen heissen, kennst du natürlich am besten. Neuerdings kommen all die Generationen so Labels über. Generation Y, Generation X und so weiter. Und wir werden jetzt gerade Generation Y auf der Bühne sehen. Was sind eigentlich die Unterschiede aus deiner Sicht von dieser Generation Y zu den Vorgängergenerationen? Peter, da fällt es vielleicht an. Ich glaube, ich maß mir nicht komm an. Komm ein bisschen mit, ich maß mir nicht an, können sagen, was Generation Y kann und will, aber ich weiß, was wir für Erfahrungen gemacht haben. Und ich kann Ihnen sagen, wir machen hervorragende Erfahrungen. Die Generation will den Sinn sehen von einer Aufgabe und dann ist sie eigentlich auch bereit, mitzudenken und mitzuentwickeln und extrem viel zu leisten. Es ist eine Generation, die wir bei uns, bei den Firmen erleben, die natürlich auch gewohnt ist, Feedback zu geben, die kritisch ist. Und wenn wir natürlich auch die Kritik empfangen können, dann haben wir eigentlich gute Voraussetzungen, dass wir das Hochtempo, das heute gefordert ist in der Wirtschaft, auch standhalten können. Und zwar nicht als Alleingang, wo wir sagen, du durch das geht, sondern miteinander. Was sollen Sie denn speziell bei den Bühlern anstellen, dass Sie die überhaupt ansprechen können und dann im Betrieb halten? Ich glaube, du hast es in der Einleitung schon gesagt. Das ist nicht etwas, wo man dann ins Leben rufen kann, wenn man gerade Not hat an Mann und Frau. Wie jetzt zum Beispiel an den Lehrlingen. Es ist eben etwas, wo man über Jahre entwickeln muss, wo man glaubwürdig sein will. Wo man auch die jungen Leute sehen, die machen es nicht nur jetzt zum Zweck, weil sie gerade in der Not sind. Und ich glaube, die Glaubwürdigkeit und die Nachhaltigkeit, die macht sich zahlt. Und da würde ich auch alle motivieren.
etwas zu investieren, etwas zu investieren in die junge Generation und ihnen eine Perspektive zu geben, auch mit dem ganzen Umfeld, das wir haben. Es kommt viel auf uns zu, aber arbeiten wir gemeinsam daran, dann haben wir eine tolle Generation, die hier auch bei uns arbeitet. Das haben wir definitiv, die sehen wir nämlich jetzt gerade und ich glaube, die sind gespannt, dass sie jetzt die Bühne können stürmen können. Ihr habt allerdings in der Jury habt ihr ja etwa 5'000 Seiten durchkämpft wahrscheinlich, dass ihr zu dem Juryurteil gekommen sind, das ihr gemacht habt, aber zuerst habt ihr mal nominiert. Und welche drei Teams sind von der Jury nominiert? Ich sage, Nomination Clip ab. Nominiert für den WTT Young Leader Award 2015 in Marktforschung sind Projekt 1. Gemeinde als Partnerin für innovative Immobilien für das Wohnen im Alter. Die Avadis Anlagestiftung mit Hauptsitz in Baden investiert und verwaltet im Auftrag von Pensionskassen Obligationen, Aktien und Immobilien. Auftrag des Praxisprojektteams war, das Interesse und den Bedarf für Wohnen im Alter bei ausgewählten Gemeinden zu analysieren und daraus das Potenzial für neue Investitionsmöglichkeiten abzuleiten. Die grösste Herausforderung in diesem Projekt war, die viele Literatur, Daten und Experteninterviews zu analysieren und aus dem die richtigen Fragen für die Marktforschung zu stellen. Es ist ein Projekt, das nicht nur die Wirtschaft betrifft, sondern die ganze Gesellschaft. Und wir haben uns auch im Verlauf dieses Projekts sehr stark damit identifizieren. Mit Fabian Ritter, Projektleiter. Roman Büchler. Nicolas Gollero. Timo Koller. Luca Pieli. Projekt 2. US Market Entry Analysis and Recommendation for Janssen Steel Profile Systems. Die Janssen AG in Oberried entwickelt, fertigt und vertreibt Präzisionsstahlrohre und Stahlsysteme sowie Kunststoffprodukte für die Baubranche und Industrie in der ganzen Welt. Auftrag des schweizerisch-amerikanischen Praxisprojektteams war, eine breit abgestützte Analyse des amerikanischen Marktes für Stahlprofile durchzuführen und daraus eine Markteintrittsstrategie herzuleiten. Die wissenschaftliche Substanz des Projekts macht die differenzierende Vorgehensweise der Studierenden aus. Es wurden mehrere Vertriebsmodelle identifiziert, Vor- und Nachteile verglichen, um den Kunden am Schluss die beste Lösung empfehlen zu können. Projektergebnisse erlauben uns, um weitere Aktivitäten im nordamerikanischen Markt zu planen und bestehende Kundenbeziehungen, die wir heute schon haben, zielorientiert und nachhaltig auszubauen. In 10 Jahren werde ich mich sicher noch an die Zeit auf dem College erinnern, wo wir zusammen mit den Amerikanern das Projekt abschliessen konnten. Und es war sehr schön, um wieder mit ihnen an einem Tisch zu sitzen. Und das hat uns gerne Energie für den Endsport gegeben. Von der FHS mit Angela Zürer, Projektleiterin. Stefan Nüssli. Vom Babson College Boston mit Sharus Hussein. Helen Kim. Ryan Narrett. Projekt 3. Formen- und Werkzeugbau Quo Vadis. Die ThyssenKrupp Materials Schweiz AG in Wiel ist ein Unternehmen des ThyssenKrupp-Konzerns und bedient die verarbeitende Industrie mit Grund- und Qualitätsstahl sowie Edelstahl, Nichteisenmetallen und Sonderwerkstoffen. Auftrag des Praxisprojektteams war, die Kundenbedürfnisse und kaufrelevanten Faktoren in Formen- und Werkzeugbau in der Schweiz, in Süddeutschland und im Vorarlberg zu evaluieren und damit eine Grundlage für die zukünftige Strategie zu erarbeiten. Die Aufgabe, die die Gruppe hatte, ist so wie eine Nadel im Heuhaufen suchen, nur dass eben der Heuhaufen so groß ist wie die Turnhalle St. Gallen. Dank der professionellen Vorgehensweise der Studierenden geniessen die Resultate firmenintern sehr hohe Akzeptanz und sind wichtige Bestandteile für unsere weiteren Überlegungen. Ich glaube, wir haben das Nominationsrennen gemacht, weil unser Thema ein Stück weit über eine rechte Marktforschung rausgegangen ist. Wir haben sehr eine umfangreiche Situationsanalyse zuerst mal machen müssen. Und natürlich auch, weil unser Thema nicht sehr üblich für einen Fachhochschulstudent im Bereich Wirtschaft ist. Es war ein sehr technisches Thema.
Aber ich denke, wir haben damit Bravour bestanden. Mit Lino Schindler, Projektleiter. Nathalie Bauer. Daniel Benziger. Nadine Schmid. Michelle Hofer. Das Amt für Wirtschaft des Kantons Appenzell-Ausserrhoden gratuliert als Kategoriensponsor des WTT Young Leader Award in Marktforschung den nominierten Teams und ist nun gespannt auf das Urteil der Jury. Also, ich weiß es jetzt schon. Und Frau Regierungsrätin vom Ausserrhodischen, es gibt zwei Teams, wo Appenzeller dabei sind. Nicht nur einer. Das erste und das letzte. Und darauf ist eins von diesen dreien, wo jetzt wird mitbekommen. Meine Damen und Herren, WTT Young Leader Award 2015 in Marktforschung geht entweder nach Appenzell oder nichts. Gespannte Gesichter. Avadis, Janssen, ThyssenKrupp. Meine Damen und Herren, endgültig. WTT Young Leader Award 2015 in Marktforschung. Der Winner ist Avadis. Herzliche Gratulation. Danke. Ganz toll gemacht. Darf ich den Scheck überreichen? So, da ist Ihnen. Gratulation, Team Avadis. Herr Ritter, ja, 600 Leute knapp, Prominenzpublikum, Vollpower für Sie geschwärmt, gejubelt wie welcher Pegel hat Ihre Freude, Ihren Stolz. Also auf dieser Bühne stehen von so vielen glatten Gästen ist natürlich für uns ein wahnsinniges Erlebnis. Wir haben uns riesig gefreut auf den heutigen Abend. Auch mit den Fans, die hier noch alle geschwungen haben. Das ist wirklich super. Herzlichen Dank. Herr David, Sie sind Portfolio-Manager von der Firma Avadis, die diesen Auftrag hat. Ja, ich muss Ihnen sagen, Sie müssen irgendwie in ein Wespennest von Bedürfnissen von Gemeinden gestochen haben mit diesem Auftrag. Weil nach dieser Bekanntgabe, die Young Leader Awards, von diesem Projekt, sind wir geradezu überrannt worden von Anfragen von Gemeinden. Was war eigentlich der Auftrag gewesen und welche Ziele haben Sie verfolgt mit dem Auftrag? Also ich muss auch zuerst einmal sagen, ich bin jetzt jede Woche damit beschäftigt, irgendwelche Anfragen entgegenzunehmen. Ich kann meinem Job eigentlich gar nicht mehr richtig nachgehen. Pardon? Hört man mich? So. Aber abgesehen davon, der ursprüngliche Auftrag war eigentlich, dass wir seitens der Schweizer Gemeinden ein erstes Stimmungsbild, einen Impuls nehmen wollten. Wie wird das Thema Wohnen im Alter wahrgenommen? Wo sehen die Gemeinden die Herausforderungen? Und wo ist eigentlich Raum für innovative Zusammenarbeitsmodelle mit uns als institutionelle Immobilieninvestoren?
Okay, wir haben es gehört, Herr Golero. Vorgehen, wie haben Sie das angepackt? Ja, das Vorgehen. Wir haben zuallererst eine Eingrenzung vorgenommen von allen deutsch-schweizer Gemeinden. Wir haben geschaut, wer fühlt überhaupt Grundvoraussetzungen, wie beispielsweise eine Einwohneranzahl von 3'500. Die 405 daraus resultierenden Gemeinden haben wir nachher in einem nächsten Schritt auf Herz und Nieren geprüft. Das heisst, wir haben angeschaut, wie sieht es mit der Bevölkerungszusammensetzung aus, Finanzkennzahlen über mehrere Jahre hinweg. Wir haben angeschaut, wie sieht es mit den Mieten aus, mit den Steuern. Wenn es mir recht ist, sind es insgesamt etwa 105'000 Datensätze, die wir da generiert haben. Wir haben dann weiter 13 Experteninterviews durchgeführt, also Koryphäen aus den unterschiedlichen Teilbereichen, die da tangiert waren, und haben dann eigentlich mit dem einen Fragebogen generiert, mit dem wir eine quantitative Marktforschung durchgeführt haben, um eigentlich nachher einfach das Delta, das wir hatten, zwischen dem Ist-Information stand ein Soll können schliessen, die Informationen zu generieren. Und mit dem Daten, Fülle und Hülle haben wir dann nachher das Cluster generiert, wo wir das Potenzial von jeder Gemeinde entsprechende Interessen haben gegenübergestellt. Und weiter haben wir natürlich auch noch ganz viele verschiedene Handlungsempfehlungen zuhanden von Avadis abgegeben. Das ist schon gewaltig, Herr Koller. Ja. Die Essenz der wichtigsten Ergebnisse, wie sieht die aus? Ja, ich denke, das erste Mal zeigt der Auftrag von der Seite von Avadis, dass eben genau nach neuen, innovativen Modellen gesucht wird. Dann haben wir den demografischen Wandel, der Ihnen sicher allen bekannt ist, führt dazu, dass immer mehr altersgerechte Wohnungen wir brauchen. Und der Rücklauf von über 60% bei unserer Online-Umfrage zeigt, dass auch bei den Gemeinden der Schuh ein bisschen drückt. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist ein Produkt, das sowohl Gemeinden, Investoren als auch Nutzer zufriedenstellt. Das ist noch nicht ganz alles. Das ist noch nicht ganz alles. Marktforschung. Was hat man da herausgefunden? Also, ich denke, bei den Ergebnissen. Tage gefördert. Bei den Ergebnissen der Online-Befragung hat uns vor allem überrascht, dass wir keine Korrelationen gefunden haben. Also, wir haben eigentlich damit gerechnet, dass wir eine Korrelation finden zwischen der finanziellen Lage von einer Gemeinde und dem Interesse, um mit einer Anlagestiftung zusammenzuarbeiten. Das haben wir aber leider nicht gefunden. Also, die These hat sich eigentlich nicht bestätigt, weil wir am Anfang gedacht, dass vor allem die Gemeinden, die finanziell schlecht dastehen, an einer Zusammenarbeit interessiert sind. Und das hat sich nicht bestätigt. Denn weiter interessant war sicher das enorme Interesse oder das enorme am Know-how. Also alle Gemeinden haben eigentlich angegeben, dass der Hauptgrund für die Zusammenarbeit das Know-how ist. Was für Know-how denn ist da gemeint? Der Gemeinde fehlt wohl das nötige Wissen, um innovative, altersgerechte Wohnungen im Alleingang zu erstellen. Und für das braucht es Know-how. Sind denn schlussendlich die Empfehlungen unter dem Strich? Genau, also das Endergebnis bzw. eine Handlungsempfehlung war dann, dass wir den Avadis können, mit unserem eigenen entwickelten und selber programmierten Bewertungstool aus eben den 150'000 gesammelten und erhobenen Daten 5 konkrete Gemeinden können vorschlagen können, die sich als optimale Partner für das Projekt im Bereich Wohnen im Alter herauskristallisiert haben. Weiter haben wir dann für die 5 Gemeinden ein Custom Relation Management Dokument erstellt, das sagt, eben, wie man mit diesen Gemeinden umzugehen hat und was schlussendlich, auf was die Gemeinden auch Wert legt in einer möglichen Zusammenarbeit. Dankeschön. Jetzt Projektcoach Dr. Gehrig, Marco Gehrig. Du hast das Team begleitet, hast 50 Stunden etwa investiert in die Begleitung, fachmännische Begleitung. Was ist die wissenschaftliche Fundierung von diesem Projekt, dass der Herr David wirklich mit bestem Wissen und Gewissen kann annehmen kann, die Resultate stimmen? Also die Studenten haben ja eigentlich 2 Fragen beantwortet, und zwar, welche Gemeinden haben Interesse und welche Gemeinden haben das Potenzial. Und die Studenten haben sehr systematisch Komplexität reduziert, sehr viele Daten für das auch analysiert, Experteninterviews tätigt und Literatur gesichtet und aus dem einen zielgerichteten Fragebogen entwickelt. Und das Endergebnis ist eine Clusteranalyse, wo jetzt der Avadis sehr genau weiss, welche Gemeinden haben Interesse und auch das notwendige Potenzial.
Herr David, können jetzt die Schweizer Gemeinden erwarten, dass Davadis auf sie zukommt, ein Projekt vorlegt, wo sie können für die Gemeinden finanzieren? Oder anders gesagt, was ist der Wert dieser Ergebnisse und wie geht es weiter? Also ich glaube, der Wert, und das ist wirklich ein unschätzbarer Wert, ist eine so gute, detaillierte, fundierte Analyse zu haben, wie ist momentan die Landschaft bei den Schweizer Gemeinden, wo sind Bedürfnisse, wo sind Hemmnisse, und darauf aufbauend kann ich nur sagen, dass ich mit den Herren ja schon jetzt bei der Organisation der nächsten Veranstaltung bin, also die nächsten Schritte, die folgen jetzt, und ja, wir sind sehr gespannt, wie das weitergeht. Okay, wir auch, wir werden sicher das mitbekommen, denn ist meine Frage jetzt noch an die Jury, Christoph Oswald. 33 Teams sind hier angetreten in dieser Competition. Eins hat gewonnen, Avadis. Wieso? Also ich glaube, die Arbeit hat aus unserer Sicht alles vereint, wo grundsätzlich die Projekte sollten, bringen sollten. Auf der einen Seite muss ich vielleicht zuerst sagen, für da haben sie also für das Geld, das sie eingesetzt haben, sehr viel bekommen, damit dort die Werbung machen, vielleicht auch für andere, das darf man sagen. Es ist eine pfannenfertige Lösung, die erarbeitet worden ist. Man hat versucht, den Auftrag zu verstehen, hat aber auch laufend im Sinn vom Kunden denkt, hat praktisch Interview geführt und hat eben am Schluss etwas können übergeben, wo man können sagen, jawohl, das ist ein Praxisprojekt, das an und für sich kann weitergeführt werden. Und schlussendlich ist das Ziel, das wir haben, etwas theoretisch mit guten Grundlagen zu arbeiten und dann zur Umsetzung zu bringen. Und da hat das Team brillant gemacht. Aus dem Grund hat eigentlich die Jury das Gefühl gehabt, das hätte sie verdient. Perfekt. Herzlichen Dank in die Runde. Meine Damen und Herren, das war Preissponsor und Jurymitglied Christoph Oswald und das Gewinnerteam des WTT Young Leader Awards in Marktforschung, Team Avadis. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir gehen über zur Auszeichnung der Zweit- und Drittrangierten in Marktforschung. Er gehört zu den überzeugendsten Botschaftern für den Wirtschaftsplatz Schweiz. Offiziell ist er gar in dieser Funktion für das St. Galler Rheintal unterwegs. Er ist umso glaubwürdiger, weil er erst 14 Jahre in der Schweiz wirkt und immer noch unverständlicherweise den deutschen Pass hält. In den letzten Jahren hat er aus der Bauwerk Parkett AG in St. Margarethen einen branchenführenden europäischen Konzern gemacht, die Bauwerk Boon Group. Das Imperium blüht. Ich habe alle 14er Zahlen im Geschäftsbericht durchgesehen. Jede Zahl ist brandschwarz und besser zum Vorjahr. Sorgenfrei ist er deshalb aber nicht. Ausgerechnet unser letztjähriger Festreferent am Meta Young Leader Awards macht ihm heute das Leben schwer. Er zwingt ihn zu weiteren Transformationen im Sturm. Sein Schweizer Herz blutet. Aber er kämpft für seine 285 Mitarbeitenden in St. Margarethen und seine insgesamt 1700. Er kämpft sich heute bereits durch seine Meetings mit dem Ziel WTT Young Leader Awards, bewaffnet mit einem Preisgeld von insgesamt 5'000 Franken für die Dritt- und Zweitrangierten als Preissponsor und Jurymitglied. Hier ist der Robin Hood aus dem Rheintal. Herzlich willkommen, Präsident und CEO Bauwerk Boon Group, Klaus Brammertz. Klaus, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch, danke. Ja, also es war das Gute, etwas zu viel, aber ja. Ja, ich habe noch gesagt, was ich beobachte. Und ich habe beobachtet, dass der SNB-Entscheid dir
ganz schön in die Quere gekommen ist. Ja. Bei der Bauwerk Parkett AG, aber auch bei der Bauwerk Boon Group. Ja. Wo haben Sie jetzt richtig müssen Hand anlegen? Wie hat sich das ausgewirkt? Konkret. Ja, also zunächst einmal muss man ganz kurz wissen, wir erzielen 20% unserer Umsätze in der Schweiz, aber 40% unserer Erträge. Und wir sind das einzige Parkettunternehmen der Schweiz, was von ehemals 35 übrig geblieben ist. Dementsprechend sind wir von zwei Seiten betroffen. Im internationalen Geschäft, aber noch stärker im Heimmarkt. Reaktion relativ klar. Diesmal war nur überraschend das Überraschungsmoment. Aber nach 2011 hat man natürlich Szenarien erarbeitet, die man dann auch ziehen konnte. Beschleunigung der Innovationskraft, Dinge letztendlich schneller auf die Straße gebracht war, konkretes Handeln, Kosten reduziert. Wir sind mit all unseren Lieferanten sehr eng ins Gebet gegangen und wir haben ein kleines Verlagerungsprojekt beschleunigen müssen, aber die Schweiz dadurch gestärkt. Genau, bei einer von diesen Massnahmen hat auch ein bisschen das Herz blutet. Stimmt das, was du jetzt noch nicht so ganz konkret angesprochen hast, möglicherweise? Das Herz blutet immer, wenn Menschen damit verbunden sind. Genau. Das ist das Entscheidende und das ist, ich glaube, für jeden Unternehmer oder Unternehmensvertreter ein Schlüsselthema. Ja. Wir müssen uns immer besinnen, für was sind wir eigentlich da. Wir sind Arbeitgeber, die das Ziel haben, nachhaltig Menschen zu beschäftigen und sie damit zu betrauen, letztendlich Leistungen zu erbringen, die andere brauchen. Und das darf man bei all dem nicht vergessen, ja? Auch wenn man ein Einzelunternehmen ist. Ja. Also das tut weh. Ja, das glaube ich dir. Und jetzt kommen wir dann die Halbjahreszahlen raus, traditionellerweise in der WTT Young Leader Wortwoche. Stimmt. Sehen die wieder so schwarz aus oder sind die ein bisschen angegraut? Ich darf es nicht sagen. Also wir hatten den Chefredakteur vom Tagblatt da, Philipp Landmark, und den Wirtschaftsredakteur, der Leiter sogar von der Redaktion, Thomas Biesse, wäre auch da. Also die wären sehr perfekt, interessiert. Perfekt, die würde es interessieren. Nein, wir sind anleiherfinanziert. Die Publizität wird am Donnerstag stattfinden. Ich kann nur so machen. Perfekt. Ist gut gelaufen. Also, das ist auch das Zeichen. Okay, lassen wir es so stehen. Das ist auch das Zeichen, dass wir jetzt noch die zwei Teams anbeten, die sich um einen zweiten und dritten Rang bewerben und den auch werden gewinnen. Meine Damen und Herren, ich bitte auf die Bühne, auf die glorreiche Bühne des WTT Young Leader Awards, die Teams, Team Janssen und Team ThyssenKrupp. Ja, jetzt bin ich natürlich immer noch gespannt zwischen 2 und 3. Wer ist was? Das steht da innen. Herzlichen Dank. Da haben Sie sicher auch gerungen und gekämpft miteinander, die Jury. Kannst du glauben, ja. Er scheint nicht reinschauen. Also, meine Damen und Herren, WTT Young Leader Awards. In Marktforschung 2015. Sie haben reingeschaut. Zweiter Rang, Team. Frau Zürer, sind Sie noch da? Ja. Zweiter Rang, Team ThyssenKrupp. Also, das ist eine richtige, wahre Freude. Rum. Super, das freut uns. Das war Zufall gewesen. Genau. Herr Schindler, was ist das Wichtigste, was Sie gelernt haben in diesen Praxisprojekten? Mehrere, die Sie schon gemacht haben.
Das letzte ist sehr erfolgreich. Ja, also ich denke, was bis jetzt im heutigen Abend ein bisschen zu kurz kam, ist auch, dass wir sehr viel Personal lernen für uns, mit den Leuten umgehen. Ich meine, wir haben mal geredet miteinander, treten mal an Hürden an, wo wir dann nicht mehr so freundlich miteinander reden können. Und wenn man mit solchen Sachen lernt umzugehen, ich glaube, das ist für uns auch noch ein wahrer Mehrwert. Und ich glaube, da haben wir alle auch sicher etwas lernen können. Das ist perfekt, weil das wollen wir auch, Sozialkompetenzen. Meine Damen und Herren, und jetzt die absolut spannende Frage. Wer wird Rang 3 am Meta the Young Leader Award 2015? Team Jansen. Frau Zürer, Unternehmenstochter, dritter Rang am Young Leader Award, übernehmen Sie die Firma von Ihrem Vater in der Software? Die Frage ist noch nicht geklärt. Und ja, also da wird sich zeigen. Aber heute steht jetzt mal das Projekt für Jansen im Vordergrund. Und ich bin stolz, dass wir für Jansen so ein cooles Projekt machen können. Und ich bin auch stolz auf unser Team und auf unsere Leistung. Das ist doch eine professionelle Haltung und ein Herr Zürer im Saal. Sie ist nachher. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank. Klaus Brammertz als Juror und Preissponsor und herzliche Gratulation dem zweitrangierten Team am Meta the Young Leader Awards 2015 in Marktforschung, Team ThyssenKrupp, und dem drittrangierten Team, Team Jansen. Danke vielmals. So, und nun zünden wir den zweiten Vulkan am heutigen Abend. Wir ehren die Gewinner des Meta the Young Leader Award in Management-Konzeption. Zuerst dies. Dieser Mann kann für uns unter Umständen mit seiner XRTK-Technologie ganz schön gefährlich sein. Diese ortet nämlich und steuert via Satellitensignale jede Person und jedes Ding auf einen Zentimeter genau. Selbst bei extremen Wetterkonditionen und insbesondere bei eingeschränkten Empfangsbedingungen. Sein Unternehmen steht für hochkomplexe Produkte, Systeme und Softwarelösungen, die weltweit Maßstäbe setzen und 25% des Weltmarktes beherrschen. Technikfreaks innovieren tagtäglich mit dem brutalen Speed der Technologieentwicklung im Genick. Da dürfte die Transformation im Sturm schon Alltag sein für über 4000 Mitarbeitende weltweit und über 1000 Mitarbeitende in Heerbrugg. Und noch viel mehr für ihn selbst, der die Organisations- und Prozessstrukturen sowie die Finanzen dieses Megaboosters managed. Wir danken ihm für seine Juryfunktion und für das Sponsoring von 6.000 Franken für die Gewinner des Meta the Young Leader Award in Managementkonzeption. Hier ist der starke Mann von Leica Geosystems, COO und CFO Thomas Haring. Hallo Peter. Hi Thomas. Es geht das Gerücht um, dass du die Technologie XRTK von deiner Frau verabreicht bekommen hast, dass sie jederzeit weiss, wo du bist, wo du die ganze Zeit um die Welt herumkurfst. Stimmt das Gerücht? Nicht ganz, meine Kinder wissen es leider. Dann weiss es deine Frau nicht. Das hast du aber gut gemacht. Okay,
Also, die Situation, wie wir sie beim Klaus Brammertz gesehen haben, die dürfte bei Leica G-System vielleicht etwa in einer ähnlichen Dimension zutreffen. Leider, ja. Aber es gibt ja auch die digitale Transformation. Das ist das Verrückte, was seit 20 Jahren vom Internet so richtig angeheizt wird. Das meint ja, dass entlang von der Wertschöpfungskette der Unternehmen überall digitale Medien und das Internet unterstützt. Jetzt meine Frage, wie sieht die Strategie bezüglich digitaler Transformation bei der LGS aus, bei Leica Geosystems? Wenn du müsstest es auch wissen, du bist der COO. Ja, also ich glaube, ein bisschen Druck ist manchmal notwendig, um solche interessanten Themen voranzutreiben, vor allem in erfolgreichen Unternehmen. Was wir gemacht haben, das Wort Digitalisierung ist schon seit langem bei uns im Sprachgebrauch integriert und ist Teil unserer Strategie in der Geschäftsfelder, die wir haben. Was wir dort machen, ist, glaube ich, wichtig. Wir schauen uns 5 verschiedene Bereiche an. Der erste und der wichtigste ist, wie können wir noch in der digitalen Welt Mehrwert für unsere Kunden generieren? Mit unseren Sensoren, unserer Software, unseren Services, die wir anbieten. Das zweite, was auch sehr spannend ist, ist, wie können wir digital mit den Kunden kommunizieren? Und die zunehmende Macht, die die Kunden haben, Kenntnis über unsere Produkte, über unser Unternehmen für uns nutzen. Da sind Stichworte wie digitales Marketing zu nennen oder Inbound-Marketing. Das dritte ist toll, Vernetzung. Ja, man kann alles vernetzen, sogar mich, wenn man wollte und könnte. Special-Offer war mit dem Kind. Ja, manchmal. Und da schauen wir uns natürlich auch an, wie können wir die Vernetzung unserer Geräte verwenden für uns mit Internet of Things und dergleichen oder Cloud Computing. Und das vierte, was auch spannend ist, Automatisierung. Stichwort Industrie 4.0 bei uns. Wie können wir stärker automatisieren? Gerade in der Schweiz ein extrem wichtiges Thema, um auch weiterhin am Standort Herr Bruck effizient und hoch genau fertigen zu können. Und das fünfte, das Thema Daten hatten wir vorhin auch schon gehört. Die Big-Data-Diskussion, wie mache ich aus Daten Informationen und kann ich die zur Entscheidungsfindung generieren? Spannende Themen, wir haben einiges gelernt und lernen weiterhin. 5 Sachen, wahnsinnig. 3 haben wir nominiert in der Jury und die werden wir jetzt miteinander anschauen. Nomination, Clip ab. Nominiert für den WTT Young Leader Award 2015 in Management-Konzeption sind Projekt 1 – Marktanalyse-Tool – Daten für die Zukunft. Die AFG Arbonia Forster Holding AG mit Hauptsitz in Arbon ist ein international tätiger Bauausrüstungskonzern mit Fokus auf Gebäudetechnik, Hülle und Sicherheit. Auftrag des Praxisprojektteams war, ein Marktanalyse-Tool inklusive Prototyp für die Baumarktentwicklung diverser Länder mit dem Big-Data-Ansatz zu konzipieren. Durch das Tool sollen die relevanten Marktindikatoren abgebildet, einheitlich aufbereitet und konzernweit zur Verfügung gestellt werden. Für Volkswirtschaftler und Applikationsentwickler wäre das Projekt ein riesiges Festessen gewesen. Leider haben wir nur Betriebswirtschaftler gehabt, aber das Team hat die fachliche Herausforderung hervorragend gemeistert und die Hürden souverän genommen. Die Wirkung, die wir uns erhoffen, ist, dass wir in der Planung und in den ganzen Strategien und Budgets deutlich verlässlicher werden, also bessere Informationen bekommen und damit auch eine höhere Qualität erreichen, wo wir nachher auch verlässlichere Daten haben für die Zukunft. Ja, wir werden uns auch in Zukunft sicher noch sehr gut erinnern an die spannende Zusammenarbeit mit der AFG und natürlich mit dem obersten Management, wo wir engen Kontakt hatten. Und natürlich auch die Überraschungen, die wir am Anfang im Projekt hatten, aber die haben wir gut gemeistert. Mit Nils Bahn, Projektleiter. Marco Schmitz. Karin Richard. Lukas Bleher. Sven Sturzenegger. Projekt 2. Marketingstrategie für ein Schweizer Optikfachgeschäft im Wettbewerb mit dem nahen Ausland. Die Buck Optik AG in Kreuzlingen ist ein in dritter Generation geführtes Optikfachgeschäft für Brillen und Kontaktlinsen mit individueller und kompetenter Fachberatung. Auftrag des Praxisprojektteams war, für das Fachgeschäft in unmittelbarer Nähe zum deutschen Markt ein direkt anwendbares Marketingkonzept zu erarbeiten, mit dem Ziel, den Umsatz und die Kundenzahl zu steigern. In der Ausgangslage ist eine außerordentlich große Fülle von Informationen aufbereitet worden. Ein Projektteam ist dann gelungen, daraus glaubhafte Handlungsempfehlungen abzuleiten und direkt umsetzbare Maßnahmen zu formulieren.
Das Projektresultat ist für uns eine hervorragende Standortbestimmung. Die fundierte Grundanalyse hat uns klar und deutlich gezeigt, für was wir stehen und wo wir stehen und wie unsere Umgebung aussieht. Die Besinnung auf unsere Stärke und Schwäche hat zu einer Neuorientierung von unseren Zielen und Strategien geführt. Ja, und jetzt freuen wir uns auf die Umsetzung von diesem Konzept. Das Praxisprojekt für Huckoptik bleibt uns immer in Erinnerung, wie wir es geschafft haben, mit einem Top-Projektteam, einem super Projektcoach und einer kooperativen Kundschaft ein direkt umsetzbares Marketingkonzept zu erarbeiten. Mit Sascha Gralak, Projektleiter. Philipp Andereck. Beda Bechler. Patrick Kühn. Projekt 3. Prozessorientierte Kostenkalkulation in den Bereichen Produktion und Dienstleistung. Die Valida in St. Gallen ist eine Lehr- und Arbeitswerkstätte für Menschen mit Behinderungen, die mit einem vielfältigen Produktions- und Dienstleistungsangebot im Markt wirtschaftet. Auftrag des Praxisprojektteams war, ein prozessorientiertes Kalkulationstool zu entwickeln, das die internen Kosten der Produktion und Dienstleistungsaufträge umfassend und detailliert rechnet. Ich stelle mir die Frage, wie viele Anwesende in der Tonhalle sich melden würden, wenn man sie fragt, habt ihr eine Prozesskostenrechnung, die genau aussagekräftig und einfach ist? Die Ergebnisse bringen uns Sicherheit. Sicherheit, dass wir die richtigen Aufträge haben und unsere Ressourcen können optimal einsetzen. Wir haben ein eigenes Tool entwickelt und haben uns aber nicht mit der ersten Variante zufrieden gegeben, sondern haben das Tool weiterentwickelt, bis es perfekt war. Und das zeichnet uns aus. Mit Sahire Recepi, Projektleiterin. Daniel Calori. Selin Grütter. Corinne Frischknecht. Anna Suraj. Das Amt für Wirtschaft des Kantons St. Gallen gratuliert als Kategoriensponsor des WTT Young Leader Award in Managementkonzeption den nominierten Teams und ist nun gespannt auf das Urteil der Jury. Aber sonst würde man ja meinen, ich wüsste es schon, wenn es über Brille gibt, weil sie können es jetzt nicht sehen. Und jetzt weiss ich es allerdings schon. Ganz spannende Entscheidung. Meine Damen und Herren, hier drei Teams hintereinander, voll gespannt. Ich sehe 15 Augenpaare. Gut, ich bin nicht Literat wie unser Rektor. Meine Damen und Herren, WTT Young Leader Awards 2015 in Managementkonzeption. The winner is Team Valida. Perfekt, also ich freue mich mal zuerst gratulieren. Herzliche Gratulation dem Team Valida und ich freue mich, obwohl ich jetzt gerade vorhin gemerkt habe, dass ich das gar nicht darf, ich freue mich, dass wir hier ein mehrheitliches Frauenteam haben.
Frau Reschepi, Projektleiterin, wie stark lacht Ihr Herz? Ganz stark. Es ist eine unglaubliche Ehre, zum dürfen hier oben stehen. Wir haben seit der Nomination für den Award haben wir davon geträumt, um hier oben können stehen. Und jetzt ist es soweit. Und es ist die schönste Anerkennung, die man sich vorstellen kann. Vielen herzlichen Dank. Wunderbar. Herr Neff von der Valida, Sie sind Ressortleiter Verwaltung. Was war der Auftrag an das Team, was Ziel und was ist auch spezifischer an diesem Auftrag, auch von Ihrer Branche her? Also das Ziel war, wir haben gemerkt, dass wir in der Kalkulation und in der Nachkalkulation gewisse Probleme haben, dass wir die lösen müssen. Und für das brauchen wir ein Tool, das einfach ist, wo man nicht mit Wahnsinnsressourcen betreiben muss, das handelbar ist und jeder daraus kommt. Genau. Und für das haben Sie mal eine Grob- und Nutzwertanalyse gemacht, Frau Reschepi. Wie sind Sie da vorgegangen? Richtig. In der Grobanalyse haben wir die zwei Bereiche Produktion und Dienstleistungen. Das sind die Bereiche, die Aufträge ausführen. Wir haben dort geschaut, wie setzen sich die Erträge zusammen, wie viel beträgt die agogischen Beiträge, die vom Kanton kommen und wo liegen die Investitionen in der Zukunft. Dann haben wir Auswahlkriterien definiert und mit diesen Auswahlkriterien die Nutzwertanalyse durchgeführt. Und wir haben zwei Auftragsabwicklungen definiert und in den folgenden Kapiteln sind die dann genau noch vertiefter analysiert worden. Aber Sie haben eine ganze Schwette, Herr Calori, weitere entwickelt. Welche weitere im Vorgehen? Genau, also im nächsten Schritt ist es mal darum gegangen, um die ganzen Theorien anzuschauen, was gibt es überhaupt. Wir sind schnell zum Schluss gekommen, dass die herkömmlichen Kostenrechnungsansätze für die Valide nicht geeignet sind und haben uns dann für einen sogenannten zeitorientierten Ansatz entschieden. Der zeitorientierte Ansatz, der sich Time-Driven Activity-Based Costing nennt, haben wir weiterentwickelt, an die Bedürfnisse von Validen angepasst und so eigentlich eine Methode entwickelt, wo es in der Theorie noch nicht eins zu eins gibt. Im nächsten Schritt sind wir dann angegangen und haben die ganzen Prozesse modelliert oder die Prozesse, die wir ausgewählt haben, Kosten analysiert und vor allem auch die Nettokapazität, also die effektiv produktive Zeit, ermittelt. Frau Suraj, Entschuldigung, da. Das Ergebnis, drei Teile, wo kann man das ein bisschen einteilen? Direkt Reports aus dem Abacus-System erstellen, die eins zu eins ins Excel kopieren und dank Makros werden alle Daten automatisch aufbereitet und das Resultat sind dann vier verschiedene Minutenkostensätze. Die braucht es eben genau auch wegen diesen Leistungsbeiträgen, weil die berücksichtigt werden müssen. In einem zweiten Schritt haben wir das Tool auch beschrieben in Form von einem Handbuch. Dort sind nach Schritt für Schritt ist alles erklärt und insbesondere Spezialitäten sind hervorgehoben. Also integriertes Tool, ganz wichtig. Und dann, Frau Frischknecht, dann ist es weitergegangen, Vor- und Nachkalkulationen. Genau, wir haben dann unser Tool auch noch in der Praxis überprüft. Wir haben Vor- und Nachkalkulation durchgeführt mit zwei Auftragsabwicklungen von der Valida. Und wir haben so damit einerseits können feststellen, dass unser Tool, wo wir selber entwickelt haben, dass da plausible Ergebnisse liefert. Und gleichzeitig haben wir der Valida können aufzeigen, wie wichtig eine transparente Kalkulation ist und auch wie wichtig dass es ist, dass man genaue oder möglichst genaue Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkostensätze hat. Was war eigentlich jetzt so herausfordernd an dem im Unterschied zu anderen Unternehmen bei den Kalkulationen, die Sie hier vorgenommen haben? Ja, die grösste Herausforderung war sicher die Leistungsbeiträge vom Kanton. Das kennt man ja von anderen Wirtschaftsunternehmen nicht. Dass man halt die beiden Aspekte berücksichtigt in einem Tool und in dieser Form gibt es da bis jetzt nicht. Ja, schlussendlich zu unterscheiden zwischen Angestellten und Mitarbeitenden und die Mitarbeitenden sind solche, die psychisch, physisch
handicapiert sind. Ja, dann Frau Grüter, welche Empfehlungen schlussendlich geben Sie im Herrn Neff, im ganzen Management, das übrigens hier im Saal sitzt, Präsident ist da, Geschäftsführer, was geben Sie für Empfehlungen ab vom Team her? Also wir haben als Massnahmenprogramm angeschaut, was für eine Strategie muss man machen, um das Kalkulationstool dann auch noch einführen. Also es wird 3 Schritte geben, sicher mal das Zahlenmaterial vorbereiten, dann eine Schulung mit den Mitarbeitenden und dann auch das Tool wirklich auch einführen, dass es auch regelmäßig genutzt wird. Wir haben dann gesagt, dass die Geschäftsleitung sicher mal definieren sollte, wie viele Kalkulationen im Jahr und pro Bereich gemacht werden sollten. Weil nur so sieht dann die Valide auch, ob es einen gewinngenerierten Auftrag, den sie haben, und was genau davon denn der agogische Leistungsbeitrag ist. Ich spüre, Lothar Natau, Projektcoach, dass da sehr viele Instrumente geschaffen worden sind, die im Herrn Neff auch weite Zukunft dienen. Welche? Ja gut, also in der Zukunft dienen. Ich hätte nicht übel Lust, meine Vorwarnung vom Trailer Wahrheit werden zu lassen, zu fragen, wer hat denn hier überhaupt eine Kostenrechnung, die nämlich verursachungsgerecht ist. Und das Team hat ein bisschen sein Licht unter den Scheffel gestellt, denn das, was sie weiterentwickelt hat, geht rein weit über die Theorie raus. Insofern hat die Valida etwas, was so gut wie kein anderes Unternehmen in der Schweiz hat. Es ist natürlich auch eine Eigenschaft von der FAS St. Gallen und deren Studierenden vor allem, dass sie eben bescheiden sind und nicht so grossmulig. Aber, weißt du, Klappern gehört zum Handwerk. Aber Lothar Natau, bei dir muss ich jetzt einfach noch etwas anderes feststellen. Es ist wahnsinnig. Letztes Jahr auf dem Podest gewonnen. Heuer 2-mal auf dem Podest, 1 gewonnen. Und wenn man weiter zurückschaut, ist das Gesicht und die Young Leader Award-Besucher, wo immer wieder jemand da sind, kennen den flotten Herr mit dem grauen Bart. Kannst du in kurzen Worten bitte dein Erfolgsgeheimnis verraten, wie du es schaffst, die Teams immer auf das Podest zu coachen? Es gibt hier ein paar FAS-Coaches, die neidisch auf dich schauen. Ja, du, gegen ein geringfügig überhöhtes Entgelt gerne, aber vielleicht, wenn die Anwesenden hier einen Auftrag ans WTT geben, bin ich als Coach da. Nein, aber ganz im Ernst, es hört sich komisch an, aber ich vertraue den Gruppen in ihrer Leistungsfähigkeit, was nicht heißt, dass ich blindlings vertraue. Ich habe einen ganz klaren Rahmen, ich spanne unten ein Netz drunter, dass da die Ergebnisse mindestens so sind, dass erfüllt wird. Und das motiviert die Teams so gewaltig. Und im Endeffekt stelle ich Fragen, wie Sie vorhin da in einem Referat gesagt wurden. Ich stelle immer wieder die Frage mit anderen Worten, worum geht es eigentlich? Genau, das Netz ist offenbar so tief, sprich so hoch gesetzt, dass Sie einfach nominiert sind. Aber ein gutes Niveau. Also, Thomas Haring, Jurymitglied, jetzt sind Sie für das Team Wunder von 27 Teams, die hier im Qualifying waren. Eins ist nachher durchgefahren, das Team Malida. Wieso? Erstmal im Namen der gesamten Jury herzlichen Glückwunsch, eine tolle Arbeit. Und wir möchten uns auch bedanken bei der Valida und bei euch. Es ist wirklich eine super Arbeit, hat Spaß gemacht. Wir haben eine Menge gelernt, wir haben eine Menge anspruchsvolle Sachen gelernt. Ich glaube, eine Kostenkalkulation prozessorientiert aufzubauen in dem Spannungsfeld Effizienzorientierung und soziale Aspekte ist schon was ganz Besonderes. Es hat wirklich Spaß gemacht, das zu lesen. Wir haben es gerade gehört, tolles Ergebnis. Und für uns war es klar als Jury, das müssen wir dementsprechend bewerten und wir wollen euch hier auf der Bühne sehen. Also, lasst euch feiern und feiert ein bisschen. Herzlichen Dank, Giror, Preissponsor Thomas Haring und herzliche Gratulation dem Gewinnerteam WTT Young Leader Awards in Managementkonzeption in 2015, dem Team Valida. Gratulation, super Arbeit. Ja, wie immer, toll gemacht.
Meine Damen und Herren, nun ehren wir den zweiten und dritten Rang in Managementkonzeption. Und ich freue mich nun sehr, eine neue Persönlichkeit im Kreise der Preissponsoren und Juroren des Wettertiang Leader Award begrüßen zu dürfen. Er ist ein jung aussehender Dinosaurier. 58 Jahre überzeugter Wittnauer, schon das macht ihn bei vielen sympathisch. 26 Jahre im Management der Genossenschaft Migros Ostschweiz, sie ihres Zeichen 2,4 Milliarden Umsatz und 67 Millionen Reingewinn, schwer mit 92 Supermärkten, 46 Fachmärkten, 37 Restaurants, 10 Clubschulen und anderem. 20 Jahre Leiter Personelles und damit verantwortlich für aktuell 9.300 Mitarbeitenden. Gestartet hat er seine Berufskarriere als Primarlehrer, führte sie weiter als Personalassistent bei Viscoswiss und stieg 1989 bei der Migros ein. Pfeilschnell stieg er in 6 Jahren in die Geschäftsleitung auf. Und weitere 20 Jahre später ist er mit der Migros Ostschweiz Jurymitglied und Preissponsor des WTT Young Leader Award geworden. Er honoriert das Silber- und Bronze-Team in Managementkonzeption mit insgesamt 5.000 Franken. Begrüßen Sie mit tosendem Applaus den Direktor Personelles der Genossenschaft Migros Ostschweiz, René Frey. Willkommen, René. Wir sind natürlich sehr dankbar und stolz, dass wir mit dir und der Migros Ostschweiz so ein Kaliber dürfen gewinnen für den WTT Young Leader Award im Sponsoring und in der Jury. Wir sind natürlich auch sehr stolz gewesen, als wir gestern die Zeitung gelesen haben, wo wir gesehen haben, dass ihr im Gemeinwohlatlas auf Platz 3 sind vor dem Schweizerischen Roten Kreuz. Also eine barmherzige Übung ist das wahrscheinlich nicht, dass ihr jetzt hier beim WTT Young Leader Award sind vielleicht. Ich frage, was waren die Überlegungen von dir und für die Migros Ostschweiz, dem Engagement vom WTT Young Leader Award Ja zu sagen? Es sind im Wesentlichen zwei Gründe. Der eine ist unsere überzeugte Idee von dem Praxisprojekt, auch die Idee von dem Preis, weil er spornt an, er bedeutet Wettbewerb und unsere Erfahrung in der Migros ist, dass Wettbewerb wirklich nicht nur anspornend, sondern auch nutzenstiftend kann sein. Der andere Grund ist, als Unternehmen von dieser Grössenordnung ist es wichtig und gut, wenn man einen guten Kontakt mit den grösseren Ausbildungsinstitutionen ist, sei das die Fachhochschule jetzt in dem Fall, aber auch die HSG. Das hat uns bewogen. Man darf nicht vergessen, wir sind ein grösserer Arbeitgeber und auch bei uns ist ein gewisser Bedarf an gut ausgebildeten Akademikern. Genau, und da kommen ja auch immer wieder FAS-Absolventen über, die bei uns arbeiten und einen Haufen, die wir haben. Jetzt sage ich zu dir, 26, wir haben es gehört, 26 Jahre Migros, 20 Jahre Leiter Personelles. Funktional ist ja da durchaus eine gewisse Stabilität festzustellen. Ja. Aber ich weiß, dass natürlich in deiner Zeit viele Transformationen im Sturm sogar von dir bewirkt worden sind und du überhaupt erlebt hast. Wir haben nicht mehr so richtig viel Zeit, aber vielleicht ein paar Musterli, zwei, drei Musterli. Ich kann eigentlich zwei Musterli sagen, oder muss man sagen, es sind Muster. Sogar. Das eine ist, ich erinnere mich sehr gut an die Fusion von den beiden ehemaligen Migros-Genossenschaften St. Gallen und Winterthur Schaffhausen zu der heutigen Migros Ostschweiz. Das war 1998. Und speziell daran war einmal einerseits die Dimension. Es waren hier fast 12.000 Mitarbeitende aus beiden Genossenschaften zusammen. Und die Herausforderung war eigentlich, obwohl da vergleichbare Unternehmen waren, zwei unterschiedliche Kulturen zu verschmelzen. Das andere Erlebnis war eigentlich dann später. Zuerst hat Migros Ostschweiz, da dürfen wir sagen, rote Zahlen geschrieben. Und es war ja klar, da muss man etwas unternehmen im Management. Und wir haben uns dann entschieden für ein relativ straffes Programm, sage ich dem einmal. Ein Effizienzsteigerungsprogramm. Das Ziel war, über ein Multiprojekt bestehend aus über 60 Teilprojekten eigentlich nachhaltig 35 Millionen Betriebsergebnisse einsperren. Und wir haben das erreicht innerhalb von 3 Jahren.
Ich kann auch vielleicht noch eine Kennzahl sagen dazu. Wir haben am Start des Prozesses, wie gesagt, fast 12'000 Mitarbeitende gehabt. In Vollzeitstellen etwa 7'100. Wir haben da in 3 Jahren auf nachhaltig etwa 5'800 bis 5'900 Vollzeitstellen reduziert. Das war eigentlich der Ansatz gewesen. Man kann sich vorstellen, dass da sehr ein anspruchsvoller Ansatz war. Wir haben dem Ganzen eigentlich einen Namen gegeben, dem grossen Projekt. Das hat Aufbrechen geheissen. Aufbrechen von Struktur, aber auch Aufbrechen in erfolgreiche Zukunft. Die beiden Erlebnisse haben mich sehr geprägt. Genau, und wahrscheinlich das Zitat von der Frau Dr. Suzanne Thoma würde ich da auch zutreffen. Genau. Tun wir es nicht wiederholen. Jetzt ist unser Ziel. Noch die letzten 2 Teams auf die Bühne bitten. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf der Bühne des WTT Young Leader Awards. Das Team AFG und das Team Buchoptik. Das sehe ich jetzt auch erst jetzt. Okay, coole Siechen sind ihr. Okay, also ich bin auch gespannt jetzt, ob die coolen oder ob die von der AFG, vom Bodensee, ob die ein Rennen machen. Um einen 2. Platz. Und da geht es noch. Herzlichen Dank. Die Jury hat auch hier darüber entschieden und knallhart rangiert. Jetzt muss ich da ein bisschen zurückreden. Wir müssen hier irgendwie Setups nächstes Jahr anders machen. Meine Damen und Herren, WTT Young Leader Awards in Managementkonzeption. 2. Rang im Jahr 2015 ist das Team entweder Buchoptik oder AFG. 2. Rang Managementkonzeption Team AFG. Herr Pahn, Gratulation, ganze Team. Ja, vielen Dank. Was nehmen Sie mit aus diesen Projekterfahrungen Ihres Lebens? Mein Leben. Mehr Rückschreck. Mehr Rücksicht auf die Menschen zu nehmen und ihre Bedürfnisse. Also, wir haben es vorher schon mal gehört, das Team ist das Wichtige. Und da auf jeden Einzelnen einzugehen. Und dann das Maximale so können rauszuholen. Das hole ich auch für mich jetzt raus. Perfekt, das ist Generation Y. Christoph Oswald hat es gesagt. Okay, dann müssen wir weitergehen zum Team, wo jetzt noch sehr spannend ist. Meine Damen und Herren, im 3. Rang des WTT Young Leader Awards 2015 Managementkonzeption Team Buchoptik. Herr Gralak, das letzte Jahr, 2. Rang, heute 3. Rang. Was halten Sie mit so einer Praxisprojektkarriere vom F1-Studium? Ich finde das F1-Studium grossartig. Ich bin zwar froh, dass es fertig ist, aber es war wirklich eine gute Sache gewesen. Auch Praxisprojekte haben uns wirklich weitergebracht. Und wenn wir jetzt das Thema Transformation im Sturm vielleicht nochmal aufgreifen wollen, unser Auftraggeber ist absolut im Sturm, ist ein Fachoptiker in Kreuzlingen. Also der Sturm ist klar, nicht nur seit der Franken aufgehoben worden ist. Und entsprechend sind wir so stolz darauf, dass wir es geschafft haben, einen wesentlichen Beitrag zu ihrer Transformation beizutragen. Wie Buchoptik setzt unser Marketingkonzept um. Und wir wünschen Ihnen natürlich auf diesem Weg nochmal alles Gute und herzlichen Dank für die Unterstützung. Schön, danke schön. Herzlichen Dank, René Frey, als Juror und Preissponsor. Und herzliche Gratulation
dem Team im zweiten Rang WTT Young Leader Award 2015 in Managementkonzeption, dem Team AFG und im dritten Rang herzliche Gratulation Team Buchoptik. Nun ist es mir und dem ETT-Team ein großes Anliegen, unserer Jury, unseren 18 Sponsorenunternehmen und unseren 4 Patronatspartnern für ihr wunderbares Engagement im ETT Young Leader Awards herzlich zu danken. Zu unserer Freude sind dieses Jahr 3 neue Sponsoren dazugekommen, nämlich St. Galler Kantonalbank, Genossenschaft Migros Ostschweiz und Verwaltungsrechenzentrum St. Gallen AG VRSG. Sie alle finanzieren diesen Anlass und unterstützen die FAS St. Gallen für ihre Praxisorientierung in der Lehre und für ihr Praxisprojektmodell. In all diesen wichtigen Unternehmen wirken wertvolle Persönlichkeiten, wertvolle Führungspersönlichkeiten, die uns als Beiräte unter dem Jahr engagiert mit viel Wissen und Gutwill unterstützen. Bestmöglich unsere Studierenden praxisorientiert auszubilden und den WTT Young Leader Award zu organisieren. Und nun erscheinen diese Persönlichkeiten auf unserem großen Edge Branding. Wir sagen Ihnen allen ein ganz großes und herzliches Danke. Sie sitzen in den ersten Reihen. Unsere Sponsoren, herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, in 7 Minuten geht es zur feuchtfröhlichen Feier. Wir kommen zum Grande Finale. Als Kind wollte er Koch, Pilot oder Fußballer werden. Fußballer ist er geworden. Allerdings nur beim FC Wagen. Besoldungsklasse 0. Er machte ganz anders steile Karriere, mit noch offenem Ende. Aktuell ist er Präsident von 500.000 Leuten. Vielleicht wäre es auch mal 7 Millionen. Schön wäre es, wenn wieder einmal ein St. Galler Bundesrat würde. Mit seinem Karrierelauf ist er prädestiniert, unsere eben ausgezeichneten Young Leaders mit seinem Schlusswort zu beehren. Wir freuen uns, dass er unter uns ist und bei uns ist, der Regierungspräsident des Kantons St. Gallen, Benedikt Würz. Ja, lieber Peter, herzlichen Dank für die Einführung. Ich muss sagen, du erstaunst mich immer wieder. Deine Moderation ist wirklich Kult und sie ist legendär. Ich habe mir vorhin überlegt, welchen Karriereschritt hast du überhaupt noch als Moderator? Da ist mir wirklich nur das Säulirennen an der Olma in den Sinn gekommen.
Also ich werde das mit Paganini mal besprechen. Vielleicht haben wir ja einmal Bedarf und dann komme ich auf dich zu. Geschätzte Damen und Herren, ernsthaft, ich glaube, was Peter Müller und sein Team hier wieder auf die Bühne gebracht haben, ist super. Ich danke dir ganz herzlich, deinem Team. Ich danke aber auch natürlich allen Studierenden, allen Teilnehmern an diesen Praxisprojekten. Ich danke auch allen Freundinnen und Freunden, die die Studierenden unterstützt haben. Und ich danke natürlich an allen Coaches, den Dozierenden der FHSG, dass, was wir heute wieder gespürt haben, geballte Kraft, Leistungsfähigkeit, Kreativität und Innovation, das ist wirklich sehr eindrücklich. Ich habe festgestellt, geschätzte Damen und Herren, dass während meiner Studienzeit leider Praxisprojekte noch nicht so stark verbreitet waren. Ich bedauere dies, ich beneide Sie, die jungen Studierenden, und ich glaube, wir haben es vorhin gehört von einem Teilnehmer, die Praxisprojekte haben uns weitergebracht. Und da ist mir ein wunderschönes Zitat von Benjamin Franklin in den Sinn gekommen. Er hat nämlich mal gesagt, tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn. Und ich glaube, das haben wir heute gespürt. Sie haben sich involvieren lassen, die Unternehmen haben Sie involviert und das hat den echten Mehrwert ergeben, wie wir vorhin auch gehört haben. Und in diesem Sinne möchte ich natürlich auch den Unternehmen, die hier mitmachen, ganz herzlich Danke sagen. Sie haben einen Mehrwert bekommen, Sie haben aber auch sich selber eingebracht, Zeit investiert zugunsten dieser Projekte. Ganz herzlichen Dank. Nun, geschätzte Damen und Herren, wir kommen langsam zum Schluss. Sie haben eine große Leistung erbracht. Sie haben es verdient, dass Sie feiern können, feiern dürfen. Ich wünsche Ihnen heute Abend eine tolle Party. Genießen Sie Ihren Erfolg. Bauen Sie auf Ihren Erfahrungen, die Sie gewonnen haben, auf. Dann bin ich überzeugt, werden Sie auch für die gesamte Volkswirtschaft hier in der Ostschweiz Mehrwerte schaffen. Das brauchen wir in diesen schwierigen, anspruchsvollen Zeiten. Wir erwarten Sie in der Wirtschaft, wir erwarten Sie in verantwortungsvollen Positionen. Herzlichen Dank und viel Vergnügen. Ja. Ich habe dich aber gesagt, danke für mich. Das war der Regierungspräsident des Kantons St. Gallen. Herzlichen Dank, ganz herzlichen Dank dir, Benny. Und ich danke Ihnen, liebes Publikum, ganz herzlich, dass Sie heute Abend an dieser Celebration mitgefiebert haben. Mit Ihrer Teilnahme am Meta de Young Leader Award haben Sie alle FHS-Studierenden bestärkt, auch weiterhin Überdurchschnittliches zu leisten und zu starken, verantwortungsvollen Leaders unserer Wirtschaft und Gesellschaft heranzuwachsen. Feiern Sie nun mit uns bis tief in die Nacht. Bei Speis und Trank, es hat von allem genug. Vernetzt euch und feiert euch. Und genießen Sie auch unseren DJ Max Power, er macht weiter. Und wenn Sie dann doch mal irgendwann heimgehen sollten, denken Sie daran, bitte eigenes Foto vom Green Carpet und unser Geschenk aus den Händen der St. Galler Kantonalbank beim Empfang, sprich beim Ausgang in Empfang zu nehmen. Ja, und Achtung, morgen erhalten Sie von uns ein E-Mail mit Zugang zu allen Fotos, die heute Abend geschossen wurden. Und nächsten Sonntag sendet TVO eine Teilaufzeichnung des heutigen Abends ab 19.15 im 2-Stunden-Takt. Und Anfangs Oktober erhalten Sie die Sonderausgabe des Ostschweizer Manager-Magazins Leader zum heutigen WTT Young Leader Award. Wir freuen uns, Sie wiederzusehen am gleichen Ort, zur gleichen Zeit, am gleichen Tag, Montag, 26. September, wenn es heißt WTT Young Leader Awards 2016. Herzlichen Dank, einen schönen Abend und auf Wiedersehen.